Herzlich willkommen, liebe Zuschauerinnen von Artis TV und Hanseatic TV. Ja, wissen Sie, was sich hinter diesem Begriff verbirgt? Neuronale Ceroid-Lipofuszinose. Ja, hierbei geht es um das Thema Kinderdemenz. Sie kennen ja Altersdemenz, aber es gibt auch Kinderdemenz. Und hierfür setzt sich die NCL-Stiftung ein. Und heute gibt es eine Benefiz-Kunstauktion, eine Lebenskünstler-Benefiz-Kunstauktion der NCL-Stiftung. Und hier werden wunderbare Kunstwerke von bekannten Künstlern heute versteigert für den guten Zweck. Und die Erlöse gehen an die NCL-Stiftung. Ja, und NCL ist es wirklich eine grausame Krankheit, eine Krankheit, die noch bis heute unheilbar ist. Und zwar die ersten Symptome schon im Kindesalter sind Erblindung, epileptische Anfälle und auch Vergesslichkeit sukzessive. Alles vergisst man wieder und bis zum 30. Lebensjahr leben diese Menschen, diese Kinder in der Regel. Und die NCL-Stiftung setzt sich ein für Fortbildung, für Aufklärung und vor allen Dingen für die Forschung. Und hierzu werden wir heute einige Protagonisten interviewen und auch einige Gäste, und dazu laden wir Sie recht herzlich ein. Ja, jetzt an meiner Seite Dr. Stehr. Ich grüße Sie, geschäftsführender Vorstand der NCL-Stiftung. Was erwartet uns heute bei der Lebenskünstler-Benefiz-Kunstauktion? Ja, ich hoffe, ganz viele Leute, die mitbieten wollen. Mhm. Also wir haben 30, beziehungsweise wir haben noch ein Überraschungswerk dazu bekommen, 31 Werke, die uns alle gespendet worden sind. Von den Künstlern und Künstlerinnen und Galerien, wo wir extrem dankbar für sind, die heute dann Abend versteigert werden. Und ich hoffe einfach, dass wir alle gemeinsam einen sehr schönen Abend haben. Natürlich mit einem traurigen Anlass, muss man sagen, mit dem Thema Kinderdemenz. Aber ich muss sagen, man darf ja auch mit Freude an einer Sache gehen, weil... Mit Leidenschaft. Ja. Und unser Ziel ist ja gerade, eine Zukunft ohne Kinderdemenz zu schaffen. Und da freue ich mich eben, ja, diese Unterstützung und dann so tolle Werke von verschiedenen Künstlern und Künstlerinnen da zu haben. Mhm. Ja. Gehen wir mal in den operativen Bereich. Sie haben ja ein Team und Sie setzen sich ja für die Forschung ein, Sie setzen sich für Aufklärung, für Fortbildung ein. Was kann man denn aus dem operativen Bereich erfahren? Und ich glaube, Sie haben auch in diesem Jahr oder im letzten Jahr schon tolle Erfolgserlebnisse gehabt. Nämlich Sie haben da so ein CLN5, sage ich mal, Gen Sie entdeckt. Sind ja bestens informiert. Ja. So ein bisschen möchte man ja auch sich da einlesen. Ja. Und da geht es ja auch um die, sage ich mal, Regeneration von, sage ich mal, Prozessen durch Lipide. Oder wie würden Sie das genau beschreiben? Jetzt habe ich schon ein bisschen... Ja, ich muss gar nichts mehr sagen, oder? Ist natürlich eine wichtige Frage. Wohin gehen diese Spendengelder? Ja, ja. Zum einen, gerade im letzten Jahr haben wir sehr viel Informationsaufklärungsarbeit gemacht. Ja. Zum einen haben wir uns konzentriert auf die Schulmediziner und Medizinerinnen. Die sehen ja die Kinder zwischen Kindergarten und Einschulung bis also Grundschule. Und das ist vielleicht schon ein Zeitraum, wo erste Auffälligkeiten sein können. Fall, und wir haben dann eben alle 400 Gesundheitsämter kontaktiert. Da ist der schulmedizinische Dienst eben auch dran. Und die versucht hier möglichst flächendeckend über diese seltene Krankheit zu informieren, neben entsprechenden Vorträgen bei Ärztekongressen, Merkblätter, die wir verschicken. Das ist so das eine. Das andere ist, dass wir auch schon in die Schulen gehen, um Schüler und Schülerinnen der Biologie-Oberstufe für seltene Krankheiten zu sensibilisieren. Ja. Und das nicht nur in Hamburg. Es ist so, dass wir auch mit dem Gläsernen Labor in Berlin zusammenarbeiten, da gemeinsame Veranstaltungen haben, zum Beispiel die lange Nacht der Wissenschaften und da einen entsprechenden Infostand haben. Und jetzt, Sie wollten ja eintauchen in die Tiefe der Forschung. Ein bisschen wissenschaftlich in die Materie eintauchen, genau. Es ist so, dass wir weltweit tätig sind. Das heißt, wir haben Forschungslabore, die wir fördern, nicht nur in Hamburg, in Mainz, in München, in Cardiff und in den USA zum Beispiel, auch in, an der Universität Stanford, bei, in dem Labor von Monta Abu-Remai. Und gibt's das haben Sie gerade erwähnt. Summits, also so Treffen, Gipfeltreffen, wo man sich dann austauscht? Oder? Beides. Also zum einen begleiten wir diese Projekte sehr eng. Das heißt, wir haben dann auch regelmäßige Zoom-Teams-Meetings zu sehen, wie geht das Ganze voran, können wir von unserer Seite helfen. Das heißt, es ist nicht so, nicht nur so, dass wir die Gelder dahin geben und dann einfach mal abwarten, sondern sind da im regelmäßigen Austausch. Einerseits das über die digitalen Medien, aber das kann das natürlich nicht ersetzen, so wie heute Abend auch persönlich zusammenzukommen. So hatten wir gerade Ende letzten Jahres ein Wissenschaftlerentreffen, wo wir die Nachwuchswissenschaftler alle eingeladen haben, die alle an CLN3 forschen, die untereinander zu vernetzen, dass sie sich eben nicht als Konkurrenz verstehen, sondern dass sie da am gleichen Strang ziehen. Und
der internationale NCL-Kongress hat ein paar Tage später auch in Hamburg stattgefunden, organisiert vom UKE, mit dem wir auch eng zusammenarbeiten. Naja, war eine Woche, war es alles so um Thema NCL-Forschung. Mhm. Und ja, dieses eine spezielle Labor in Stanford, die haben eigentlich mehrere wegweisende Veröffentlichungen gebracht. Zum einen haben sie einen ganz wichtigen Punkt, eine Sache rausgefunden. Mhm. Bei CLN3, der juvenilen NCL, da weiß man oder sieht man, was alles schief läuft, wenn es nicht da ist. Okay. Aber man wusste bisher noch nicht, wofür ist es denn genau da in der Zelle. Ja. Und dieses Labor hat eine wichtige Funktion rausgefunden. Und dann kann man jetzt viel zielgerichteter Therapien beurteilen, nach Wirkstoffen suchen. Und das andere, was Sie schon sagten mit CLN5, das ist eine andere. Wir sind wirklich tief in der Materie jetzt eingestiegen. Tief in der Materie. ist eine weitere NCL-Form. Mhm. Und da ist es so, man hat herausgefunden, dass ganz viele Forscher haben immer nach der sogenannten BMP-Synthase gesucht. Mhm. Und rein zufällig ist CLN5, das hat man jetzt nachweisen können, das Labor von der Uni Stanford, dass es sich bei CLN5 um diese lang gesuchte BMP-Synthase handelt. Mhm. Und das ist so ein zentrales Enzym, das heißt, das wird Auswirkungen haben auch auf ganz andere Forschungsbereiche. Auch auf die Altersdemenz grundsätzlich. Ne? Und ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den Leuten immer wieder zu erklären und den Forschern und Forschern und auch den Politikern. Ja. Ich meine, Frau Fegebank wird heute Abend ja auch hier sein, was mich sehr, sehr freut. Mhm. Unsere, das ist auch die Wertschätzung irgendwo auch. Das gleich, ja. Ne? Aber zu erklären, okay, wenn wir an seltenen Krankheiten forschen, da werden wir auch ganz viel lernen für die häufig vorkommenden Krankheiten und umgekehrt. Also diese Schnittmengen aufzudecken und da gezielt zu investieren, das ist ganz, ganz wichtig. Und da hoffe ich, dass ein großer Erlös zustande kommt. Also man merkt, die Strukturen stimmen auf jeden Fall. Ich hoffe. Intern würde ich gerne auch nochmal über Ihre Strukturen sprechen, über die drei Säulen. Ja. Sie haben ja den Stiftungsrat, Sie haben den wissenschaftlichen Beirat und Sie haben das Kuratorium. Wie interagieren diese drei Säulen? Ja, gute Frage. Es ist so, der Stiftungsrat, Sie müssen sich das vorstellen, wie bei einer Firma, wie das interne Kontrollorgan. Demgegenüber muss ich Rechenschaft setzen und sagen, Mensch, da investieren wir halten Rücksprache und die übernehmen natürlich auch repräsentative Aufgaben. Der Stiftungsgründer ist weiterhin aktiv als Vorsitzender des Stiftungsrats. Dann haben wir noch begleitend das Kuratorium, wo Birgit Saatrübe unter anderem aktiv ist. Der Lutz Marmor wird kommen. Tolle Persönlichkeiten, Also noch weitere Menschen, Hubert Neubacher, die sich im Kuratorium engagieren und dann auch die Stiftung nach außen hin vertreten können bei Veranstaltungen, vernetzen, tätig sind. Und der wissenschaftliche Beirat, der gibt natürlich auch nochmal Input. Wo können wir investieren? Die gucken, geben Tipps und sind dann genauso vortragende Forscher. Also da, das ist das Schöne, dass es so gewachsen ist und sich so viele Menschen jetzt mittlerweile engagieren. Herr Dr. Stern, wir werden ja heute auch viele Menschen noch kennenlernen, viele Förderer, Freunde und Gäste und auch Freunde natürlich der Kunst. Und darüber freuen wir uns und wünschen uns heute viel Erfolg für Ihre Stiftung. Ja? Super, vielen Dank. Danke. Ja, jetzt an meiner Seite Frau Birgit Saatrübe sind ja heute hier, sage ich mal, die Moderatorin auch. Sie führen heute durch den Abend und ihr Unternehmen heißt CCS Charity Conception Saatrübe. Habe ich es richtig ausgesprochen? Richtig, aber ich bin nicht nur die Moderatorin, sondern ich habe auch diese Reihe der Events, der Auktionen ins Leben gerufen. Wollte ich gerade ergänzen, aber es sind ja so viele Aufgaben, die Sie erfüllen und ich wollte erstmal die Einleitung bringen. Genau, Sie sind ja seit 30 Jahren im Kunst-, Kultur-, Charity-Management unterwegs und unter anderem auch die NCL-Stiftung, die Sie mit der Benefizkunstauktion ja auch initiiert haben. Wenn Sie da ein bisschen was kurz drüber erzählen würden. Wir haben übrigens das 20. Jahr, das runde Jahr, ne? Ja, ja. Wir machen die 20. Kunstauktion heute. Mhm. Das ist ein kleines Jubiläum. Und ich bin damals dazu gekommen, weil ich den Stifter Herrn Dr. Husemann kennengelernt habe, dann Herrn Dr. Stehr, wir ins Gespräch kamen. Ja. Und ich im Elternhaus gelernt habe, dass man der Gesellschaft etwas zurückgibt, wenn es einem gut geht. Ja. Und das war für mich der Antrieb, gerade weil es eine Stiftung ist, die sich mit einer Sache beschäftigt, die nicht so häufig ist, nämlich seltene Krankheiten. Ja. Und da ich selber zwei gesunde, erwachsene Kinder habe, habe ich, damals waren sie natürlich noch kleiner, gesagt, das ist das, wo ich mich engagieren möchte. Also möchte ich auch der Gesellschaft etwas zurückgeben. Und so bin ich da eingestiegen mit Begeisterung und Herzblut und habe dann aufgrund dessen, was kann ich tun für die Stiftung? Ja. Und ich war ja nun und bin es noch im Kunstmanagement, habe ich gesagt, ja wunderbar, dann frage ich doch alle meine Künstler, ob sie etwas geben, stiften, schenken für die Kunstauktion. Und so habe ich dann diese Kunstauktion kreiert. Und
Tja, man sieht 20 zum 20. Mal, zum 20. Mal heute. Und vor allem in dieser Netzwerkaufbau. Ich meine, was Sie da vorgeleistet haben, dass Sie sozusagen Ihren Fundus damit eingebracht haben und gleich eine Wertigkeit eingebracht haben. Es ist ja wunderbar. Ja. Was kann man über die Künstler vielleicht noch heute erfahren allgemein? Denn wir haben ja heute wundervolle Werke, die hier ersteigert werden können. Ja, wir haben ein paar neue Künstler dabei. Zum Beispiel die, wenn Sie es zeigen, später mal den Donald Duck, das ist die... Da blenden wir ein. Genau, das ist die Manuela Rath hier. Ja. Und wir haben natürlich einen Beuys wieder dabei, wir haben Armin Müller-Stahl dabei, wir haben Hamburger Künstler, wir haben einen Fotokünstler aus München. Udo Lindenberg, Otto Walkes, immer die, Lokalgrößen, vor allem den gleichen. Genau, wir haben Udo Lindenberg, Otto Walkes und Heinke Böhnert immer dabei, Manu Agar dabei. Also Janine Achilles dabei, die uns auch seit Jahren unterstützt. Also wir sind wirklich sehr, sehr dankbar. Armin Sandig wieder. Also ich kann sie jetzt gar nicht alle so aufzählen. Ein wundervoller Kreis. Ich wünsche uns heute viel, viel Erfolg für die NCL-Stiftung. Vielen, vielen Dank. Wenn Sie noch einen Appell vielleicht an die, sag ich mal, Zuschauerinnen noch vielleicht richten wollen. Wer kann spenden, wer kann sich engagieren? Vielleicht da ein Weckruf, eine Sensibilisierung für das Thema. Ja, ich möchte noch eine Künstlerin erwähnen, weil die uns auch lange unterstützt und auch nebenbei nicht nur mit Bildern. Das ist die Tina Stark oder Rita Stark, also auch die ist wieder dabei. Ja, liebe Zuschauer, ich kann nur sagen, auch wenn wir eine Stiftung sind für eine seltene Krankheit, nämlich die Kinderdemenz, bitte unterstützen Sie uns in jeglicher Form. Es kann durch Mitarbeit sein, es kann durch Geld sein. Wenden Sie sich an die Stiftung. Wir brauchen immer Menschen, jung und alt, die mit dabei sind. Und ich sage Ihnen, es macht so viel Freude zu helfen. Und wir sind ja auch, das haben Sie ja gerade schon gehört von Dr. Frank Stehr, wir sind auf einem guten Weg, diese Krankheit ein bisschen zu stoppen und hoffen, diese Krankheit irgendwann auch bekämpfen zu können. Also vielen Dank, engagieren Sie sich, es tut gut. Vielen Dank und dann schönen Abend heute. Vielen herzlichen Dank. Ja, jetzt an meiner Seite Dr. Ulrich Möllers, ich grüße Sie, Sie auch heute in diesem Thema involviert, wenn Sie sich mal ganz kurz vorstellen würden. Also mein Name ist Ulrich Möllers, ich habe in Hamburg Chemie und Pharmazie studiert und bin dann vor 1980 zu Beiersdorf und dann zur Bodechemie gegangen und Bodechemie habe ich ein Vierteljahrhundert geführt. Bodechemie, das ist Sterilium, Händedesinfektion und habe dann somit die gesamte Ära von Corona und alles das noch miterlebt. Jetzt bin ich allerdings pensioniert. Endlich. Ja. Endlich. Und Privatier, kann man so sagen? Und Privatier, ja. Mich belastet ein bisschen ein Zittern, ich habe Parkinson, aber ansonsten habe ich schon immer mich um die Kunst interessiert und jetzt habe ich etwas festgestellt, dass wenn ich male, ganz in Ruhe zu Hause bin und male, hört das Zittern auf. Ja, dann wunderbar, dann einfach kreativ sein. Ja, und heute aber hier bin ich noch nicht dabei. So schöne Bilder, wie hier gemalt sind und ausgestellt werden, male ich noch nicht. Aber insofern, mir helfen Sie. Für mich ist es eine Art von Therapie. Herr Dr. Möllers, heute, in welchem Kontext stehen Sie heute zu der Veranstaltung, aber auch zur NCL-Stiftung? Also ich fördere die NCL-Stiftung seit nunmehr fast 20 Jahren. Als Förderer. Wunderbar. Als Förderer und kaufe auch ab und zu mal Bilder, das habe ich schon wiederholt getan. Mhm. Und der zweite Punkt, NCL hat ja verschiedene Veranstaltungen, um Geld zu generieren. Und da ist unter anderem eine Golfveranstaltung einmal im Jahr findet statt. Eine Golfveranstaltung? In Lüneburg, ein Golfevent. Und da spiele ich schon seit Jahren mit und bekomme auch immer wieder, gelingt es mir noch neue Leute dazu zu bekommen, weil das gibt dann eine schöne Spendensumme von in der Größenordnung um 20.000 Euro durch die Golfmitspieler und das mache ich gerne selbst noch mit, das kann ich auch noch, aber ich, wie gesagt, ich hole auch gerne noch Leute golfmäßig dazu, sodass wir eben noch ein größeres Team sind, die dort spielen. Wenn man abschließend fragen darf, was Ihnen bis heute diese Gemeinschaft, diese NCL-Stiftung, dieses Netzwerk auch an Freundeskreisen gegeben hat und vielleicht auch damit einen Anreiz zu bieten, was es den Menschen mitgeben kann, wenn sie sich vielleicht hier mal mit engagieren wollen. Das Erste ist, dass es genügend Menschen gibt, die sich um so eine Krankheit kümmern. Und dann gibt es hier in Hamburg zum Glück viele Menschen, die eben auch Geld locker machen, um so eine Krankheit oder so eine Stiftung zu unterstützen. Das geht ja alles für einen guten Zweck, es wird ja alles wissenschaftlich erarbeitet dadurch. Und ich finde, man hat irgendwo, wenn man es einem selbst einigermaßen gut geht, auch eine Verpflichtung der Gemeinschaft gegenüber den jungen Menschen gegenüber, dass man eben auch etwas tut für diese Gemeinschaft, für so eine Stiftung, für eben die wissenschaftliche Arbeit. Ich danke Ihnen für diese wirklich schönen Worte, auch bewegenden Worte und wünsche uns heute einen schönen Abend. Dankeschön. Dankeschön. Vielmals.
Ja, an meiner Seite ist Chaofei Su. Ich grüße Sie. Sie sind Unternehmensberater und auch Sie engagieren sich für die NCA-Stiftung. Wenn man vorweg mal fragen darf, was sind da so Ihre Aktivitäten? Ja, meine Aktivitäten sind vielfältig. Frau Saatrübe kenne ich schon einige Jahre. Und diesmal habe ich einen Newcomer mitgebracht, und zwar NIO, der chinesische Hersteller des Smart EV, also Smart Electric Vehicle, Elektrofahrzeug. Wow, das ist ja eine Premiere dann. Erzählen Sie ruhig mal was über das Produkt, über das Unternehmen. Das ist ja richtig spannend jetzt. NIO wurde vor 10 Jahren von William Lee gegründet in Shanghai und er hatte die Vision Blue Sky is Coming, weil in China nur Hochhäuser, die Kinder haben keinen blauen Himmel mehr gesehen. Und da war es die Idee letztlich, neue Innovationen in ein Fahrzeug zu stellen. Smarte Technologie, künstliche Intelligenz, wir nennen es NOMI. Und das hat NIO hinbekommen. In dem Sinne, NIO positioniert sich in diesem Jahr. Im Juni werden wir in Hamburg in der Straße Große Bleichen, wir kennen es, Parallelstraße zum Neuen Wall. Wo auch sonst? Haben wir das neue NIO Haus. Das NIO Haus ist eine Begegnungsstätte. Ach, nehmen Sie doch gleich das alte Haus. Ich glaube, das wird bald frei. Das war zu dem Zeitpunkt, als NIO das geplant hat, noch nicht frei. Spaß beiseite, aber Große Bleichen ist auch ein super Standort. Und da kann man hin, Coworking, einen netten Kaffee trinken und vor allen Dingen auch Vorträge und auch insbesondere Aktionen zu Kunst und Kultur stattfinden lassen. Da sind schöne Synergien natürlich möglich. Und also künstliche Intelligenz im Fahrzeug, das bedeutet ja auch wirklich richtig in einen Dialog einzutreten mit dem Fahrzeug. Das ist ja nicht mehr nur so Bordcomputer und Anweisung, sondern da geht es jetzt wirklich darum, mit dem Auto sozusagen dein bester Freund und Helfer, sag ich mal, richtig, in allen Situationen und Lagen. Ne? Absolut, absolut. Ja. Und NOMI ist voll sympathisch, empathisch sogar, kommuniziert mit den Kindern im Fahrzeug, weiß genau sozusagen, wer wann im Fahrzeug ist. Das ist ja auch die Idee des NIO Hauses, hier direkt in Hamburg zu haben, letztlich auch mit den Usern zu kommunizieren, zu verstehen, was der User braucht und das dann letztlich auch ins Fahrzeug reinzubringen. Und wir hoffen, dass die NCL-Stiftung auch mit ihren Aktivitäten dann ins NIO Haus einziehen wird, letztlich zusammen kollaborieren und Events zusammen veranstalten. Ganze zusammenschmilzt sozusagen. Und ihr Verdienst, kann man ja auch sagen, your merit, und das hatte Frau Saatrübe eben auch gerade hervorgehoben, dass Sie das Unternehmen mit eingebracht haben für die NCL-Stiftung. Und dafür danken wir Ihnen auf jeden Fall nochmal. Herzlichen Dank. Da dürfen wir noch was persönlich über Sie erfahren. Sehr, sehr gerne. Sie sagten Unternehmensberater. In welchen Bereichen sind Sie Unternehmensberater? In Personalführung, in technischen Dingen? Wenn Sie da vielleicht über sich noch gerne was sagen. Ja, sehr gerne. Ich bin in Hamburg aufgewachsen, 1990 nach Deutschland gekommen mit 10 Jahren und direkt nach Hamburg. Also Tor zur Welt, Partnerstadt von Shanghai. Mein Spezialgebiet ist im Matchmaking zwischen deutschen und chinesischen Unternehmen im Bereich Sourcing, aber auch vor allen Dingen im Bereich Go-to-Market, also wie positionieren wir eine Brand, eine neue Technologie, aber auch ein altansässiges Familienunternehmen, das noch nie China gekannt hat, beispielsweise und nach China möchte, aber auch andersrum. Sprich, wir wissen ja, dass China sich öffnet, mehr denn je und mehr denn je Marken kreieren möchte für die Welt. Und also wirklich richtig expandiert, muss man ja sagen. Genau, und das hat man in den letzten Jahren letztlich auch am Automotive, im Automobilindustrie gesehen. Und wir können gespannt sein auf das, was kommt. Da freue ich mich, das ist wirklich spannend und Sie dann auch weiter in Zukunft kennenzulernen. Vielen Dank nochmal. Vielen Dank, Sina. Ja, meiner Seite jetzt Lutz Marmor, ehemaliger Intendant vom NDR. Toll, dass auch Sie sich für die NCL-Stiftung engagieren. Und vor allen Dingen sind Sie Kuratoriumsmitglied. Und wenn Sie da mal ein bisschen was erzählen würden über Ihre Arbeit und wie Sie die Stiftung nach außen repräsentieren. Naja, das ist schon, ich bin ja weniger operativ tätig, sondern eben, wie Sie sagen, repräsentativ. Ja, genau. Also zum Beispiel bei so einer Veranstaltung, manche Gäste kenne ich und dann kümmere ich mich ein bisschen darum. Aber es geht ja auch darum, es ist auch eine schöne Veranstaltung, großartig. Sehr schön, wir diskutieren ab und zu mal Anregungen, was kann man noch machen, was kann man an so einer Veranstaltung vielleicht optimieren, was kann an neuen Veranstaltungen dann gemacht werden. Und natürlich, wann immer es geht, mal hinweisen und vielleicht auch Spenden sammeln. Das ist nicht einfach, das Geld ist knapp. In der heutigen Zeit nicht, nein. Die Leute überlegen, was sie tun, aber ich finde, Kinder, die Demenz haben, ein seltenes, aber schreckliches Schicksal. Und die Forschung, die muss vorangehen. Und es ist auch klar, dass die Pharmaindustrie
Das heißt klar, aber es ist so. Leider. Die finanziert das nicht, weil für die ist das nicht lukrativ. Zu im Bereich Stelle. Antibiotika genauso. Und da müssen, ne? Da müssen andere helfen. Es gibt die Hoffnung, dass vielleicht sogar im Nebeneffekt auch was gegen Demenz weiter entdeckt werden kann. Aber auf jeden Fall ist es eine gute Sache, das zu fördern. Und da setze ich mich gerne ein und habe eben Kontakte, die ich einbringe. Ja, und vor allen Dingen intern besteht ja die NCL-Stiftung aus drei Säulen. Einmal den Stiftungsrat, dann den wissenschaftlichen Beirat und dann mit Ihnen natürlich auch das Kuratorium. Wie interagieren Sie alle zusammen? Das hatte ich vorhin auch Herrn Stehr gefragt. Lernt man sich richtig privat, persönlich kennen? Oder ja, ist unterschiedlich. Also die Menschen im Kuratorium, die tagen ja als Kuratorium öfter. Mhm. Die lernt man dann auch privat etwas kennen und trifft es. Herr Neubacher kommt ja gleich beispielsweise und andere, die habe ich darüber noch mal näher kennengelernt. Mhm. Das ist ja eine gemeinsame Sache, die auch verbindet. Dann gibt es ja zweimal im Jahr, glaube ich, dann auch Treffen. Mhm. Ich habe insofern Glück, die Geschäftsstelle der NCL-Stiftung ist bei mir um die Ecke. Ja, wunderbar. Deshalb ist... Können Sie ja noch mehr machen. Dr. Stehr, da komme ich ab und zu mal schon vorbei, einen Kaffee trinken und beraten wir über Themen, die da sein können. Aber ich bin, wie gesagt, das Kuratorium ist hauptsächlich, glaube ich, für repräsentative Zwecke. Der Stiftungsrat ist ja das höchste Gremium, das am Ende auch entscheidet, auch über Finanzen und Ähnliches. Und die Geschäftsführung, die muss das gesamte operative Geschäft bewältigen. Und das ist manchmal natürlich schwierig. Wir haben zwar viele Ehrenamtliche, aber bestimmte Dinge müssen dann doch hauptamtlich gemacht werden. Und das ist knapp. Ja, manchmal sagen wir, schafft er das noch, diese Veranstaltung, oder müssen wir schweren Herzens darauf verzichten? Also das ist ein ständiges Ringen und die Stiftung braucht Unterstützer. Jeder ist willkommen. Herr Marmor, jetzt noch eine letzte Frage, noch ein Kunststatement von Ihnen. Wir sind ja hier in Jensens Lagerhaus, übrigens eine wunderschöne Location und sie füllt sich auch langsam. Die Kunstauktion geht ja auch gleich los. Hier sind eine Menge bekannter Künstler. Haben Sie schon einen ersteigert, ein Werk, einen Künstler? Einen Tag mit einem Künstler zu verbringen, ein Spaß. Nein. Aber haben Sie schon bisschen hier auch ein bisschen was für die Erlöse getan? Noch nicht und ich glaube auch nicht. Ich habe einfach eine zu kleine Wohnung. Wir haben uns, glaube ich, mal bei der Affordable Art da hatten wir das thematisiert. Das ist genau das Gleiche. Das bringt da nichts. Ich versuche anders zu unterstützen. Ja. Ich habe ja im letzten Jahr geheiratet nochmal. Oh, herzlichen Glückwunsch. Darf ich ihn einmal? Dankeschön. Toll. Und da haben wir halt statt Geschenken für die Stiftung gesammelt. Das ist dann wunderbar. Vielleicht besser, als dass ich hier aber Bild... Aber war die Frage berechtigt. Bild ersteigere, aber hier gibt es tolle Bilder. Ja. Also Armin Sandig, jedenfalls das Bild von Sandig ist großartig. Und dann habe ich gesehen, toll, Otto hat extra für die Stiftung was gemacht, für dieses Event. Ja gut, und dann gibt es die ganz populären. Das ist aber trotzdem schön. Günter Grass, den habe ich ja auch mal in seinem Atelier besucht. Bereue heute noch, dass ich damals nichts bei ihm gekauft habe, aber das war genau dasselbe. Wieder kein Platz und so. Das hätten Sie als Wertanlage irgendwo in ein Schließfach. Wertanlage, aber es ist einfach was Besonderes natürlich. Und wir haben Udo ist natürlich auch hier. Eigentlich ein treuer, glaube ich, soweit ich das verfolgen kann, Stifter. Das ist einfach toll, wenn die Menschen sagen, wir geben euch ein Kunstwerk und tragen dann auch zur Bekanntheit natürlich der Stiftung bei, aber auch finanziell, das kann man dann gebrauchen. Dann erfreuen Sie sich heute der Kunst und manchmal könnten Sie ja Ihre Hand mal heben. Ich wollte jetzt aus Versehen, ja. Ich kenne jemanden, aber das erzähle ich nicht, der aus Versehen wirklich bei einer Versteigerung mal irgendwie die Hand genommen und hatte plötzlich ein Bild ersteigert. Wollte jemand grüßen und hat aber gleich... Man hat jetzt ein Bild ersteigert und muss jetzt sehen, was ist eine Frau, was sie damit macht, aber okay. Es war mir eine große Freude. Genießen Sie den Abend und gerne wieder in aller Frische irgendwann wieder mit Ihnen. Ja, ebenso. Vielen Dank auch, dass Sie heute hier sind und die Stiftung unterstützen. Dankeschön. Ja, jetzt neben mir Frau Holly Peters von der Pressestelle Hamburg Airport. Und auch der Flughafen setzt sich für die NCL-Stiftung ein, denn Sie haben nämlich eine Spendenbox. Ja. Bitte schön. Ja, das haben wir. Schönen guten Abend. Ja. Ich bin seit etlichen Jahren mit BG Saatrübe sehr, sehr gut befreundet. Ja. Und wir haben vor ungefähr 6 Jahren eine Spendenbox im Abflugbereich in der Pier aufgestellt, an ungefähr Höhe Gate A17. Mhm. Und wir sind immer wieder erstaunt, wenn wir diese Boxen entleeren, dass die sehr, sehr gut gefüllt sind. Also schön. Es ist schön, dass die Gäste sich da auch über dieses Thema Gedanken machen und dann da etwas spenden dafür. Es ist ja schön, wenn man auch über den Hamburger Flughafen tolle Sachen erfährt, tolle Initiativen
und Sie da auch das jetzt mal ins Gespräch bringen, dass der Flughafen natürlich auch so ein Dreh- und Angelpunkt ist, aber eben halt auch sozial Engagement zeigt, nicht? Auf jeden Fall, das machen wir sehr gerne. Mhm. Wir haben zwar nicht sehr viel Platz am Flughafen, aber wir suchen dann schon für solche wichtige Projekte, findet man dann schon was. Der Wille muss immer geben. Herrn Engspieler hatte ich ja auch schon mal vor der Kamera, aber jetzt ist ja eine neue Chefin sozusagen, also eine neue, sag ich mal, Geschäftsführerin am Flughafen. Wer wird das sein? Wissen Sie das jetzt schon? Das ist Frau Berit Schmitz. Mhm. Und mehr wissen wir jetzt auch nicht. Ja, toll. Sie ist jetzt ganz neu. Sie wird jetzt dieses Jahr kommen. Toll. Herr Engspieler ist am Jahresende ausgetreten, ausgeschieden und ja. Ja, und was Sie auch Schönes haben, diese Airport Gallery. Ja. Da habe ich nämlich auch mit dem Herrn Geddes schon tolle Interviews geführt. Richtig. Und das ist ja auch ein Kuriosum. Ja, ne? Absolut. Aber da gibt es auch immer sehr, sehr schöne Stücke zu beobachten. Ich danke Ihnen vielmals, wünsche Ihnen heute einen wunderschönen Abend. Dankeschön. Und steigern Sie schön mit für Hamburg Dankeschön. Airport. Danke. Tschüss. Ja, was für eine Ehre, Senator Horch AD. Ich grüße Sie, Wirtschaftssenator. Wir kennen uns ja auch schon seit 10 Jahren. Ich hatte einige Interviews mit Ihnen geführt, auch bei Herrn Darboven. Es ist wirklich schön, Sie wiederzusehen, auch bei so einem wirklich wichtigen Anlass der Benefizauktion Lebenskünstler der NCL-Stiftung. Wie kam denn bei Ihnen der Kontakt zustande? Und ich glaube, das hat auch was mit Frau Saatröbe zu tun, ist richtig? Das ist richtig, allerdings auch mit Herrn Dr. Möllers, mit dem ich lange im Industrieverband gearbeitet habe. Aber Frau Saatröbe kenne ich schon viele, viele Jahre und wir sind auch befreundet. Mhm. Und ich muss sagen, mit dem großen Respekt auch vor der Aufgabe, die sie hier wahrnimmt, unterstütze ich das auch gerne und bin gerne dabei und freue mich, dass ich auch heute Abend hier sein kann. Was dürfen wir denn noch über Sie privat erfahren? Sie sind ja sozusagen ausgeschieden, aber Sie sind ja eigentlich immer noch aktiv. Ihre Expertise wird immer wieder geschätzt und ich denke auch angefragt, in welchen Bereichen, wenn man fragen darf, engagieren Sie sich auch in der Wirtschaft? Überhaupt beim Senat gibt es da Verbindungen noch auch zu den, sage ich mal, anderen Wirtschaftssenatoren der Vergangenheit, aber auch der jetzt aktuell natürlich, des aktuellen Senats. Gut, ich bin sehr nah dran an der Politik in Hamburg, aber auch in Berlin, weil ja viele meiner früheren Kollegen auch mittlerweile in Berlin sind und auch um Olaf Scholz herum. Wir sind da eng befreundet. Wir sind natürlich auch in schwierigen Zeiten wie jetzt immer viele Gespräche. Mhm. Und das sind eben auch gewisse Expertisen, die ich da mit früheren Kollegen oder auch aktuell jetzt austausche. Die Politik interessiert mich sehr und gerade die gegenwärtige Zeit ist ja in unruhigen politischen Zeiten. Und da ist eben auch meine Expertise, das Gespräch mit mir gerne gesucht und das mache ich auch gerne. Sind Sie da mehr auf Hamburg fokussiert oder wirklich bundesweit? Weil das sind ja nun wirklich auch Themen, die sind ja auch so weitgreifend, dass man da eigentlich auch keine Pauschal- oder Patentlösung finden kann, sondern eigentlich nur Entwicklung vorgeben kann oder anregen kann, gewisse Entwicklungen zu gehen. Ja? Das Leben ist nicht eins und eins ist zwei. Wenn es so einfach wäre, dann würde auch nicht vieles so schlecht laufen. Aber eben die ganzen Transaktionen, die laufen, energiepolitisch jetzt, erneuerbare Energien, die Krisen, die um uns herum entstanden sind. Es ist ja innerhalb von einer Woche hat sich ja die Welt 2021 verändert. Ja. Und da gibt es natürlich jetzt viele Ansätze, dass eben auch praktikabel mit meiner Ingenieurserfahrung rangegangen werden muss an die Energiewende oder an Projekte, die auch einen umfassenden technischen Hintergrund haben. Und da bin ich immer gerne bereit, auch im Austausch mitzuwirken, meine Expertise weiterzugeben und bin auch mittlerweile sehr belesen, weil ich jetzt natürlich auch mehr Zeit habe, mich in der Tiefe über die Tageszeitung hinaus zu informieren. Also das Feld, da bin ich ein gern gesehener und das mache ich auch sehr gerne, Gesprächspartner in diesen Fragen. Ja, noch zuletzt hatten wir Herrn Dr. Peter Tschentscher vor der Kamera. Ich denke, mit seiner Arbeit hier für Hamburg kann man wirklich zufrieden sein. Auch die Entwicklung im Hafen. Also was würden Sie noch mal abschließend zu Hamburg sagen? Ja, der Stadt, Sie ja auch sehr verbunden sind, nicht? Gut, die Entwicklungen hier im Hafen und auch energieseitig sind nicht einfach. Aber Landstrom und auch dieser Zusammenschluss. Alles meine Ideen schon vor 10, 15 Jahren. Also von der Seite, dass Sie gerade Landstrom sagen, das ist ein Projekt, läuft schon sehr lange. Ich beobachte das sehr genau. Die machen auch nicht alles richtig, das will ich auch sagen. Aber
Ich bin nur auch nicht derjenige, der von der sogenannten Seitenlinie nur die besseren Vorschläge macht, sondern ich suche mehr das direkte Gespräch mit Herrn Schenscher, mit Herrn Dressel, mit der Handelskammer, um eben da mit meiner Expertise dann eben auch Hinweise und Anregungen zu geben, wie die Wirtschaftspolitik in Zukunft vielleicht noch besser gestaltet werden kann. Herr Reuch, das war mir wichtig, auch ein bisschen was über Politik zu besprechen, auch wenn heute ein anderer Anlass ist, aber auch Sie noch weiter immer wieder Ihnen zu begegnen, Ihnen Ihre Expertise zu erfahren, ist für uns auch wichtig. Dann wünsche ich Ihnen einen wunderschönen Abend heute. Ja? Danke. Dankeschön auch. Auch für Sie. Schönen Abend. Ne? Ja. So, die Kunstauktion beginnt jeden Augenblick. Der Saal füllt sich. Frau Rita Stark, Sie sind Künstlerin und auch Sie haben ein Werk gespendet. Und zwar ist es diese Maske. Hat dieses Bild auch einen Titel nochmal? Nein, dieses Bild hat nur einen Titel, die Maske. Die Maske? Ja, die Maske. Das weckt ja Assoziation, ja, genau, die Maske. Genau, genau. Das haben Sie auch anlässlich der, ich sag das P-Wort, Pandemie vielleicht auch? Ja, genau. Diese, ja? Ja, erzählen Sie mal die Intention. Ja, genau. Die Intention ist, dass man doch oft, egal in Gesellschaft, privat, sich eine Maske aufsetzt. Ja. Das kann man wohl sagen, ja. Und das ist so ein kleines bisschen der Grund gewesen, weshalb ich es gemalt habe. Wenn man was über Sie erfahren will, was sollte man erfahren? Ich finde, Künstler sind ja, es gibt ja introvertierte Künstler, es gibt extrovertierte Künstler, es gibt Aktionskünstler. Zu welcher, sag ich mal, Gruppe gehören Sie? Ich gehöre zu Extrovertierten. Ach, toll! Ja, ich bin ganz offen. Ich habe ein eigenes Atelier. Wunderbar. Wo und wo kann man Sie kennenlernen? In Duvenstedt. In der Poppenbüttler Chaussee, seit 20 Jahren. Ich habe mein 20-jähriges Jubiläum jetzt. Und da bin ich ganz. Die NCL-Stiftung mit dieser Kunstauktion. Und die NCL-Stiftung bin ich jetzt seit 12 Jahren dabei. Toll. Natürlich durch Frau Saatrübel, die, mit der ich sehr eng auch befreundet bin und die auch immer ehrenamtlich ganz viel tut. Und da habe ich gesagt, das möchte ich auch tun. Mir liegen die Kinder am Herzen. Ich habe ein Enkelkind und ich habe selbst Kinder. Und das ist etwas... Man will was zurückgeben. Ja, ich muss was zurückgeben. Das ist stark, mit diesem Werk haben Sie es auch getan, wenn man was über Ihre Kunst erfahren will. Welche Richtung Kunst ist das und inspiriert Sie? Ja, also ich habe 12 Jahre nur Stiere gemalt. Warum? Weil ich nicht wollte, dass die Stiere in Barcelona ihr Leben lassen. Für Applaus, für Geilheit, kann man sagen, weil heute die Menschen doch auch nicht mehr im Herzen zu Hause sind, sondern es ist Gewalt, alles wird gemacht. Und da habe ich einen Druck gehabt und habe 12 Jahre wirklich nur Stiere gemalt. Die NCL-Stiftung hat auch 3 von mir bekommen zur Versteigerung. Ja. Es ist für mich immer etwas Wunderbares, etwas zurückgeben zu können, weil es mir sehr gut geht, weil ich ein Atelier habe, weil ich malen darf, weil ich kreativ sein darf. Ich war immer selbstständig und habe einfach gesagt, mit 60 höre ich auf und male nur noch. Und das ist von Kindheit an eine Leidenschaft. Ja. Ich bin so leidenschaftliche Malerin und lasse alles raus, was hier mir Druck verschafft. Ja. Und dann hat 2011 hatte ich eine ganz große Ausstellung bei der Frieda Kappich in der Schanze und habe dort 14 Stierbilder ausgestellt. Es war ein Riesenerfolg und nun heiße ich eigentlich die Stiermalerin. Dann aber wollen sich doch diese ganzen Arena-Stierkampf-Arena-Fans eigentlich ihren Bildern widmen. Aber es gibt ja keinen Stierkampf mehr. Ich habe ja gewonnen durch meine Malerei. Ja, toll. Ja, ich habe immer meine Gebete nach oben geschickt. Und seit 2012 hat ja Barcelona keinen Stierkampf mehr. Na ja, wunderbar. Ja. Wer Kunstinteressent ist und Sie gerne antreffen möchte, kann er das im Atelier tun? Kann er ich habe eine Homepage. Oder eine Homepage oder gibt es eine Galerie, was Sie abschließen werden? Ja, ich habe also mein Atelier. Und wenn man meine Website möchte... Die Sie gerne nennen können? Rita... www.rita-stark.de oder Stark. Ja, oder aber im Katalog bin ich ja auch zu finden. Dann kann man mich kontaktieren und ich male jedes Bild, was man möchte. Frau Stark, vielen, vielen Dank für diese Leidenschaft und auch für Ihr soziales Engagement. Ich danke Ihnen. Und gerne wieder in aller Frische und genießen Sie heute den Abend. Vielen Dank. Das mache ich grundsätzlich. Ich danke Ihnen. Dankeschön. Danke sehr.
Ja, jetzt an meiner Seite Walter Jensen. Ich grüße Sie. In welcher Generation eigentlich von Peter Jensen mit sanitären, sag ich mal, Einrichtungen, die Sie ja anbieten, Küchen, Bäder und vor allem auch Heizung? Bitte schön. In welcher Generation? Wir sind in der dritten Generation und sind gerade 111 Jahre alt geworden. Oh, haben Sie schon gefeiert oder welche Zahl haben Sie gefeiert? Ja, klar, wir feiern die 111. Die 100 haben wir auch gefeiert, aber die 111 natürlich auch. Aber eigentlich können Sie ja auch jede Woche feiern, weil Sie haben ja Jensens Lagerhaus. Das ist ja eine der wunderschönsten Locations in Hamburg. Die muss jeder auch mal wirklich erlebt haben. Ne? Ja, wir haben hier auch unser Betriebsrestaurant tagsüber. Ach toll. Insofern feiern wir jeden Tag. Essen alle zusammen, Mittag und Frühstück. Aber wie kommt man denn auf die Idee überhaupt, sag ich mal, neben Ihrem Haus, neben Ihrem Ladengeschäft und den Produktionen, was Sie sonst hier noch alles anbieten, so eine Eventhalle zu machen? Das ist ja kurios. Ja, also das war wirklich mal, das kann man auf den Bildern sehen. Ja. Das ist die einzige Halle, die nach dem Krieg hier noch stehen geblieben ist. Alles andere drumherum ist weg und nur die Halle ist stehen geblieben. Und da haben wir gedacht, das muss irgendwie ein besonderes Zeichen gewesen sein. Und haben die 2000 dann zu dieser Veranstaltungshalle umgebaut. Ja. Was gibt es denn allgemein über Ihr Unternehmen Schönes zu erfahren? Ich meine, Sie sind ja auch mit Sicherheit jetzt, was die wirtschaftlichen Dinge angeht, auch sehr, sehr gefordert. Und es ist ja alles heutzutage schon eine Herausforderung. Ja, was sagen Sie denn zur Politik und wie man mit dem Mittelstand umgeht? Entschuldigung, ja. Gibt es aber allgemein, was Sie sagen würden, auch eine Anregung? Es ist zurzeit sehr, sehr anstrengend. Sehr anstrengend, ne? Auch sehr anstrengend, leider mit der Stadt Hamburg. Baugenehmigung, wartet die Bürokratie man drauf. Einfach, ne? Ja, die ganze Bürokratie. Was würden Sie sich von der Politik in Hamburg wünschen und auch bundesweit? Das vielleicht mal zu fragen. Mittelstandsfreundlicher. Mhm. Unterstützen bei Baugenehmigungen. Ja, bei allem, was da ist. Ne? Wir leiden sehr viel unter Baustellenverkehr. Mhm. Wir müssen ja auch von hier aus ganz Hamburg beliefern. Ja. Und das wird immer schwieriger, anstrengender. Mhm. Und die Effektivität ist einfach jeden Tag irgendwie etwas geringer, habe ich das Gefühl. Ne? Herr Jensen, würden Sie was Schönes gerne ankündigen über Ihr Unternehmen oder über Ihre zukünftigen Aktivitäten? Irgendwas, was Sie jetzt schon mal avisieren möchten? Ja, wir werden am 22.02., also das ist gar nicht mehr lange hin, in 14 Tagen, haben wir unsere Einrichtung und Eröffnung von unserem neuen Logistikzentrum in Tschubi. In Schleswig-Holstein. Ach, das ist ja Wahnsinn. Und von da aus können wir den Schleswig-Holstein-Teil abdecken, den nördlichen Schleswig-Holstein-Teil im Grunde bis zum Kanal, bis zu Neumünster runter, sodass wir von hier nicht mehr die großen Anfallwege haben und auch viel CO2 sparen. Ja, und letzte Frage natürlich zu Ihrer Event-Location. Wer darf diese, sag ich mal, Location mieten? Jeder. Ist sie nur für interne Zwecke geeignet oder kann man die auch öffentlich mieten? Nee, die kann man öffentlich mieten. Ja? Für was wird die zum Beispiel schon genutzt, dass man so Anregungen bekommt jetzt als Konsument? Sehr viele Weihnachtsfeiern, Hochzeiten Oktoberfest, perfekt, kann man im Internet sehen. Zum Oktober machen wir immer... 5.000 Leute schleusen wir hier durch in 6 Tagen. 5.000 Leute, ja? Ja, in sechs Tagen, gut. Ja. Herr Jensen, vielen, vielen Dank. Gerne. Genießen Sie es und vielen Dank auch, dass Sie sich für die NCL-Stiftung einsetzen. Ja, machen wir. Dankeschön. Gerne. Ja, liebe Zuschauerinnen, Sie sehen, der Saal füllt sich langsam. Gleich geht die Lebenskünstler-Benefizkunstauktion los. Und man muss sich ja auch engagieren, man muss das lebhaft und lebendig machen. Nicht nur schwermütig, sondern eben die Menschen auch inspirieren, anregen zu kommen für den guten Zweck. Hier ist ja auch eine Win-Win-Situation. Hier können Sie wirklich wertvolle Kunstwerke günstig ersteigern und die Erlöse gehen an die NCL-Stiftung. Ja, und dies soll ja auch von unserer Seite ein Weckruf sein, eine Sensibilisierung für dieses Thema. Und ich hoffe, dass Sie beim nächsten Mal vielleicht dabei sind oder den Film auch weiterempfehlen, dass wir auch weiterhin Förderer finden, die für diese NCL-Stiftung spenden und sich auch mit engagieren. Vielen Dank. Ja, an meiner Seite Frau Dagmar Berghoff, was für eine Ehre, dass auch Sie heute wieder dabei sind. Auch seit vielen Jahren eine Förderin und Begleiterin der NCL-Stiftung. Wenn Sie da mal kurz etwas über Ihre Erlebnisse vielleicht schildern wollen. Naja, also es kam eigentlich durch persönliche Begegnungen, dass ich dachte, da möchte ich unbedingt helfen. Mhm. Und das habe ich auf verschiedene Weise durch Moderation oder was vortragen. Ja. Gemacht, auch mal ein Bild wurde von mir hier versteigert. Sehr schön. Und insofern bin ich der NCL-Stiftung wirklich seit 20 Jahren verbunden. Wahnsinn, ist ja auch eine Familie, kann man so sagen. Ja. Also viele Freundeskreise, die sich da auch gebildet haben. Nicht? Nun ist ja die Frau Judith Rakers jetzt gerade ausgeschieden. Wie haben Sie denn Ihren Moment erlebt an dem Tag, als Sie ausgeschieden sind? Was geht denn da in so einer Sprecherin, Nachrichtensprecherin vor? Ist es, dass man sagt, ich freue mich auf den neuen Lebensabschnitt
Oder ist es auch ein bisschen so ein lachendes und ein weinendes, sage ich mal, Auge, dass man so eine Ära sozusagen beendet? Wie fühlt man sich da? Sie können es ja beschreiben. Ja, bei mir war es ein Silvesterabend. Oh. Der Silvesterabend von 99 auf ja. 2000. Ja. Also der große Wechsel. Ja. Also Zeit für Wehmut hatte man da nicht. Hm. Ganz Hamburg feierte, meine Freunde, damals waren wir 16, feierten im Atlantik. Ja. Ich nach der Tagesschau wurde dahin gefahren und dann wurde gefeiert. Also das kam erst später, dass man sagte, ach, aber alles hat seine Zeit. Ich habe zufälligerweise ein Interview mit Frau Rakers gesehen, die ja natürlich nicht aufgehört, sondern einfach nur den Abschnitt wechselt und sich anderen Bereichen jetzt ja. zuwendet. Wie haben Sie denn Ihr Leben gefüllt nach dieser, sag ich mal, Amtszeit? Naja, ich habe nach wie vor Radio gemacht. Ah ja. Also immer alle zwei Wochen mindestens. Ja. Lange große Sendung, 4-Stunden-Sendung und Reisesendungen wie Judith, also ins Ausland. Mhm. Und damit war ich dann noch ausgefüllt. Ja. Was ergibt es noch Schönes jetzt in Zukunft, was Sie gerne unterstützen, begleiten oder ein Erlebnis, was Sie vielleicht, irgendwas Schönes, was Sie vielleicht ankündigen wollen, wofür Sie sich gerne noch begeistern, engagieren, aktuell so? Also, morgen. Morgen? Morgen mache ich eine Laudatio. Oh. Da ist eine Vernissage in der Fabrik der Künste. Ach, toll. Und da geht es um diese, also Ulf Harten heißt er und ja. Doris Dörr, seine Frau. Mhm. Und die haben diese Hamburg-Bilder gemalt. Sehr diese schön. Mit den schiefen Türmen und ja. wackeligen Kirchen und wo Fische durch den Raum schwirren. Sehr witzig. Und da halte ich stellvertretend für jemanden, der nicht kommen kann, die Laudatio. Das ist toll. Ein schönes Ereignis. So schnell werden wir unseren Film wahrscheinlich nicht veröffentlichen können, aber ich sag mal, dann wird es ein Nachruf sein oder noch was anderes vielleicht zum Abschluss, was vielleicht ein bisschen später ist, was Sie noch ankündigen wollen, wofür Sie sich heute noch mal gerne... Na, heute hoffe ich, dass... Einladung haben Sie ja genug, denke ich, ne? Ja, netterweise. Nein, heute wünsche ich einfach dem Veranstalter, ja. dass alle Bilder hier ganz teuer verkauft werden. Also dass der Erlös ja. ganz groß ist, denn das ist ja eine so bescheuerte Krankheit ja, und wird nicht weiter gefördert, ja. weil sie zu wenige ja. Leute, Menschen, Kinder ja. eben betreffen. Und insofern, ich drücke einfach die Daumen, dass die Auktion richtig gut läuft. Frau Berghoff, vielen, vielen Dank. Ich wünsche Ihnen einen wunderschönen Abend und bald wieder in aller Frische. Dankeschön. Gerne. Ja, jetzt ist die zweite Bürgermeisterin der Hansestadt Hamburg eingetroffen, Frau Katharina Fegebank. Und sie ist heute die Schirmherrin und es ist eine große Ehre auch für die Stiftung, dass sie heute dabei ist. Schauen Sie mal, also blumenreicher geht es wirklich nicht. Also wunderschöne Grazien und das mit diesem Blumen, sag ich mal, Hintergrund hier. Also Sie sehen, die NCL-Stiftung hat auch einen Lifestyle-Faktor. Für den guten Zweck. Ja, neben mir die zweite Bürgermeisterin der Hansestadt Hamburg. Ich grüße Sie, Frau Fegebank. Moin. Für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke sind absolut. Sie Senatorin. Genau, korrekt. Absolut. Korrekt. Und heute, was für eine Wertschätzung, dass auch Sie sich einsetzen für die NCL-Stiftung. Nach welchen Präferenzen geht man denn da eigentlich? Weil es gibt ja so viele soziale Projekte. Ja, es gibt viele Anfragen und wir wählen das tatsächlich auch sehr sorgfältig aus. Mit dem Thema Kinderdemenz habe ich jetzt seit ein paar Jahren zu tun, auch durch den Stiftungsinitiator, Gründer, den ich vor einigen Jahren schon kennengelernt Herrn Husemann, ja. als ich bei einer Preisverleihung war, wo er ausgezeichnet wurde. Das war eigentlich mein erster Berührungspunkt zu einem Thema, das ja wirklich unter die Haut geht. Ja. Und man ist nie allein mit dieser Krankheit. Und darauf jetzt aber aufmerksam zu machen und darüber aufzuklären und gleichzeitig aber auch Mittel einzuwerben, die dringend notwendig sind, um in die Forschung noch mehr investieren zu können, war für mich eigentlich ausschlaggebend zu sagen, da bin ich dabei und das will ich auf jeden Fall machen. Wir hatten ja auch schon Interviews mit Frau Leonhardt. In welchem Bereich können Sie denn da ein bisschen was zusteuern? Kann der Bund was zusteuern? Können Sie, die Stadt Hamburg, was zusteuern? Denn diese Stiftungen brauchen ja auch alle Mittel und Förderung, ja?
Ja, bei Stiftungen ist natürlich eine Förderung immer schwierig, weil Stiftungen ja in der Regel aus ihrem entweder Engagement oder aus ihrem Eigenkapital heraus sich auch engagieren. Aber in der Tat können wir beisteuern, das Thema auf die Agenda zu setzen. Ja. Wir können beisteuern, zu sensibilisieren. Ja. Und ich habe natürlich als Kuratoriumsvorsitzende des UKEs auch die Quelle zur Forschung, also ganz enge Kooperationen, die da jetzt schon stattfinden mit dem UKE. Das UKE auch führend auf dem Bereich seltener Erkrankungen, gerade bei Kindern. Das Kinder-UKE macht da einen ganz tollen Job. Und es ist immer ein Thema bei seltenen Erkrankungen, wo es nicht so viele Fälle gibt, auch wirklich die Mittel zu akquirieren, einzuwerben, die es eigentlich bräuchte. Und dafür will ich mich gerne noch mehr einsetzen. Vielen Dank, das soll uns auch reichen, weil Sie haben ja jetzt Ihre obligatorischen Aufgaben hier. Ja, vielen Dank. Und vielen Dank, dass Sie auch dieser, sag ich mal, Stiftung Ihr Engagement... Mir ein Herzensanliegen und danke, dass ich hier sein darf. Ja, danke, Frau Fegemann. Danke. Wir dürfen ja gemeinsam die Summe jetzt der 20. Lebenskünstler-Auktion nochmal durchgeben. Wie gesagt, alle Werke wurden entsprechend versteigert und ich weiß nicht, ob du meine Zahlen lesen kannst. Toll! 36.100 Euro! Danke! Danke! Genial! Super! Dankeschön! Vielen, vielen Dank! Ja. Nochmal, ja, auch von meiner Seite großes Dankeschön an Sie alle, dass Sie so eifrig mitgeboten haben. Falls Sie sagen, Mensch, ich habe noch ein bisschen Geld über, wir haben im freien Verkauf oben noch ein paar Werke stehen. So, ich bin schon auf Sendung. So, jetzt haben wir nochmal Frau Dagmar Berghoff im Bild. So, vielleicht bleibt ihr beide kurz im Bild vor der Kamera, wenn du uns beide ins Bild hast. Erstmal schönen Dank für diese wirklich tolle, tolle Veranstaltung heute und diesen Erfolg von 36.100 Euro für die NCL-Stiftung, was wir ja auch Ihnen zu verdanken haben. Sie haben jedes Werk heute sozusagen versteigern lassen und das mit Ihrem Elan und was sagen Sie selbst dazu? Sind Sie selber überwältigt? Das ist mein Job und es hat Spaß gemacht, das Publikum hat sehr gut mitgemacht und insofern, ich bin dankbar, es geht auch anders und heute ist es aber eine würdige Abschlussveranstaltung, finde ich. Ja, für dieses Format, also ich bin ja nicht aus der Welt, du bist nicht aus der Welt und man sieht sich immer zweimal. Nein, Überraschung. Dass dies heute auch die letzte, sag ich mal, Benefizkunstauktion, warum denn eigentlich? Den Grund haben wir noch nicht erfahren. Der Grund ist, auf zu neuen Ufern. Man muss auch mal was Neues. Sich neu zu erfinden, kann man auch sagen. Nein, neu erfinden brauchen wir uns nicht, aber wir wollen etwas Neues bieten. Und deshalb werden wir das in einer anderen Form Events für die Stiftung durchführen. Nach 20 Jahren ist dann einfach auch nach 20 Jahren ist auch mal gut. Habt ihr total recht. Dann soll es auch wirklich so schön enden. Ja. Und dann freuen wir uns auf Überraschungen und natürlich auch mit Ihnen dann. Auf jeden Fall mit diesem Enthusiasmus und dieser Leidenschaft brauchen wir eigentlich alle zusammen. Und ne? Es wusste, ja natürlich, ohne eine Auktionatorin und so eine tolle wie Frau Ebert, kennst du ja, kann man so etwas nicht, kann man es nicht durchführen. Nein, das weißt du auch. Na ja, nach so vielen Jahren. Und es wusste keiner von meiner Entscheidung jetzt. Keiner. Okay. Außer Frank Stehr. Vielleicht ein bisschen noch Begehrlichkeit wecken zum Schluss. Gibt es da schon was da im, sag ich mal, in der also Luft steht? Nein, noch nicht hundertprozentig. Es wird aber etwas geben, wo die Kunst eingebunden wird, wieder. Wir wollen ja unsere Künstler nicht irgendwo versanden lassen. Die wollen wir ja auch weiterhin fördern. Und schauen wir mal. Dann toi, toi, toi für 2024. Ihr hört von mir. Genau. Und nochmal vielen Dank für Ihr Engagement für die letzten Jahre. Ich habe Sie ja auch damals schon interviewt und erlebt. Und Sie haben das so toll gemacht. Die Leute wirklich so toll angeheizt, da auch wirklich sich da richtig einzusetzen. Ja, vielen Dank. Ja. Vielen Dank. Geht runter wie Öl, wie man so sagt. Ist ja auch Ihr Verdienst. Dankeschön. Ich danke auch. Liebe Kunstfreunde. Und ein herzliches Willkommen, Frau Bürgermeisterin und Senatorin Katharina Fegebank.
Sie sind auch Senatorin für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke in Hamburg und Schirmherrin dieser Veranstaltung. Wir bedanken uns ganz, ganz herzlich und begrüßen Sie mit einem herzlichen Applaus. Es kommt jetzt ein kleiner Spot betreffend NCL. Dann spricht zu Ihnen Frau Bürgermeisterin Fegebank. Und Frau Fegebank, ich freue mich schon auf Ihre Worte, die Sie gleich zu uns allen sprechen werden. Dann kommt unser Vorstand Dr. Frank Stehr und dann komme ich wieder ins Spiel. Also, ich sage bis gleich und dann im Anschluss natürlich selbstverständlich mit unserer tollen Auktionatorin, die ich Ihnen dann entsprechend vorstellen werde, startet unsere heutige Auktion. Okay, Spot up! Das ist Erik. Kein Junge wie jeder andere. Schon bald wird er blind und verliert sein Gedächtnis. Das Laufen fällt ihm immer schwerer. Schließlich verlernt er das Sprechen. Als junger Mann wird er sterben. Erik hat NCL, Kinderdemenz, unheilbar und immer tödlich. Wir wollen NCL heilbar machen. Helfen Sie uns mit Ihrer Spende. Hier steht noch eine umgedrehte Bierkiste. Ich begreife das jetzt nicht als Einladung, mich darauf zu stellen oder mir ein Getränk rauszunehmen. Ich glaube, ich bin groß genug auch mit meinen Absetzt, Sie können mich sehen, oder? Ja. Okay, wunderbar, dann bleib ich hier stehen. Vielen Dank für die sehr freundliche Begrüßung. Sehr geehrter Herr Dr. Stehr, sehr geehrte Botschafterinnen, Botschafter, Ehrenamtliche der NCL-Stiftung, liebe alle, die heute hier sind. Ich freue mich sehr, als Schirmherrin heute hier zu sein und es ist mir ein besonderes Anliegen zum Thema Kinderdemenz auch heute hier zu Ihnen sprechen zu können. Denn eine Krankheit, die hat man ja nie allein. Betroffen sind immer alle drumherum, also Familie, Freunde, Angehörige, ganz besonders, wenn es um Kinder geht. Kinder, die einen schweren Weg zu gehen haben und es ist kaum vorstellbar, was dieser Weg für die Angehörigen, für die Eltern, für die Geschwister, für die Familien bedeutet. Und welche Kraft es allen abverlangt. Und wir geben diesen Familien heute das Zeichen, ihr seid nicht alleine. Und wir wollen vor allem gemeinsam mit euch und mit ihnen nach vorn blicken. Deshalb sind sie heute hier. Und nochmal, ich freue mich wirklich riesig, heute dabei zu sein zur Kunstauktion Lebenskünstler. Was diese drei Buchstaben NCL bedeuten, das wussten vor einigen Jahren wahrscheinlich noch viel weniger Menschen, als es heute sind. Ich muss sagen, ich bin das erste Mal in Berührung gekommen mit dem Thema, als der Gründer der Stiftung, Herr Husemann, vor einigen Jahren mit einem Preis der Jungstiftung geehrt wurde und aus seiner Perspektive die erdrückende und für mich damals erschütternde, ins Mark gehende Geschichte seines Kindes erzählt hat. Und das hat er aber mit so viel Zukunftsmut und so viel Zuversicht getan. Diese Kraft muss man natürlich auch erstmal haben, wenn man ein krankes, ein unheilbar, dem Tode geweihtes Kind hat, zu sagen, ich will eine Stiftung gründen, mit der ich aufmerksam mache auf dieses Thema, mit der ich mich vernetzen kann, mit der ich um Spendengelder werbe, vor allem auch um in die Medizin und in die Forschung hineinzuwirken. Und das hat dazu geführt, dass ich mich natürlich erstens ein bisschen intensiver auch mit Kinderdemenz auseinandergesetzt habe und zweitens wirklich in ganz großer Bewunderung für all diejenigen sind, nicht nur die betroffen sind, sondern die sich wirklich stark machen und engagieren über die Stiftung als Ehrenamtliche, als Wegbegleiterin, Wegbereiterin, Unterstützerin und Unterstützer. Und dass es noch stärker ins öffentliche Bewusstsein dringt, ich glaube, das brauchen wir. Und das braucht Kinderdemenz, weil
steht hier ja auch eine Zukunft ohne Kinderdemenz. Das muss weiterhin das Ziel sein. Bisher nach wie vor unheilbar mit kleinen Fortschritten im medizinischen Bereich. Und ich bin auch Kuratoriumsvorsitzende des UKEs, also Aufsichtsratsvorsitzende des UKEs. Ich weiß, dass es da eine sehr enge Verbindung und natürlich auch Erlöse gibt, die dann direkt in die Forschung gehen am UKE. Und ich bin eben auch gefragt worden, was kann denn Politik eigentlich noch tun, um in diesem Bereich zu weiteren Fortschritten auch zu kommen. Und dann kommen wir sehr schnell dahin, dass es Krankheiten gibt, seltene Erkrankungen, und dazu gehört die Kinderdemenz, bei denen es immer außerordentlich schwierig ist, erst in der klinischen Forschung und dann später mit den Pharmaunternehmen das Geld eigentlich einzusammeln, zu investieren, das es braucht, um da wirklich den medizinischen Durchbruch zu erzielen. Das kann eine Landesregierung nicht allein, sowas kann auch eine Bundesregierung nicht allein, aber wir können aufmerksam machen, wir können sensibilisieren, wir können gucken, welche Forschungskooperationsprojektmöglichkeiten es gibt. Aber es geht vor allem darum, wirklich auf der Agenda zu haben, dass es neben Kinderdemenz natürlich auch noch viele, viele andere seltene Erkrankungen gibt, die schrecklich sind, die in der Tat im Moment nicht heilbar sind, die unweigerlich zum Tod führen und für die wir Therapien brauchen und für die wir Medikation brauchen und für die wir einfach einen Weg brauchen, um sie irgendwann heilen zu können. Und da möchte ich mich gerne mit den Möglichkeiten, die sich hier bieten, auch gerne stärker einsetzen. Und auch nochmal meinen Dank an all diejenigen, die in der Forschung seit vielen, vielen Jahren daran arbeiten, Fortschritte zu erzielen, um zu lindern auf der einen Seite und hoffentlich dann eines Tages auch den Durchbruch verkünden zu können. All diesen Möglichmachern möchte ich danken, und dass wir das heute verbinden mit dem Thema Kunst, passt vielleicht auch gut noch einmal zu Herrn Dr. Husemann. Im Vorwort zum Ausstellungskatalog hat er ausgedrückt, in einer Welt, die oft von Hektik und Routine geprägt ist, erinnert uns die Kunst daran, innezuhalten, zu reflektieren und die Schönheit in den kleinen und großen Dingen des Lebens zu erkennen. Und genau das wollen wir hier heute machen, aber wir wollen vor allem Geld sammeln, um die Erforschung und Behandlung von NCL voranzubringen. Und deshalb hoffe ich, dass Sie heute alle Ihre hanseatische Zurückhaltung beiseite legen und mitbieten, bis die Schwarte kracht, und hoffentlich wunderbare Kunstwerke ersteigern und die Erlöse dann in die Erforschung von NCL, von Kinderdemenz gehen, sodass wir hoffentlich in mittlerer, in naher Zukunft, in ferner Zukunft, hoffe ich nicht, sagen können, hier ist ein Durchbruch und diese schlimme Krankheit kann geheilt werden. In diesem Sinne nochmal danke an all diejenigen, die den Mut gehabt haben, darüber zu sprechen, über Schicksale zu sprechen, sie öffentlich zu machen. An diejenigen, die gesagt haben, wir glauben daran, wir glauben an das Projekt, an die Stiftung. Und diejenigen, die unermüdlich und auch immer sicherlich gegen viele Windmühlen und Hürden erklimmend sagen, ich bin dabei und ich unterstütze weiterhin. Danke, dass Sie heute alle hier sind. Viel Erfolg gleich beim Bieten und dann Ersteigern. Und wir alle dann in Zukunft für eine Zukunft ohne Kinderdemenz. Vielen Dank. Sehr geehrte Frau Bürgermeisterin, Fegebank, Senatorin für Wissenschaft, Forschung, Gleichstellung und Bezirke, liebe Kuratorins- und Stiftungsratsmitglieder, liebe Frauen, Herr Jensen, liebe Frau Berghoff, lieber Herr Horch, liebe Iris Holt, liebe Biggi, liebe Frau Übach-Kenzian, liebe Stiftungsbotschafterin, Künstlerinnen und Künstler, ehrenamtliche Helferinnen und Helfer, liebe Gäste, ich begrüße Sie alle sehr herzlich zu unserer 20. Kunstauktion Lebenskünstler. Falls ich jemanden vergessen haben sollte, dann möge er jetzt sprechen oder für immer schweigen. Mama, du musst mir helfen. Ich vergesse meine Freunde. Das war Sarah, 12 Jahre alt, aus Rahlstedt. Ich glaube, dieser Satz zeigt ansatzweise die Grausamkeit der Kinderdemenz NCL. Die betroffenen Kinder erblinden im Einschulalter,
fangen an, alles zu vergessen, können nicht mehr gehen, nicht mehr sprechen und irgendwann nicht mehr alleine essen. Das ist das Schicksal, welches jedes Jahr 20 neue Familien allein in Deutschland trifft. Und nicht nur die Eltern, die Großeltern, die gesunden Geschwisterkinder, 20 Familien zu viel. 2002 wurde die NCL-Stiftung von einem betroffenen Vater, Dr. Frank Husemann, gegründet. Aufgrund der NCL-Erkrankung seines eigenen Sohnes Tims. Unser Auftrag, ja unsere Mission ist, wie Sie dahin sehen, die Kinderdemenz NCL heilbar zu machen. Wir fördern weltweit Forschung und nicht nur das, wir gehen aktiv auf Forscherinnen und Forscher zu, um sie eben für dieses Feld zu gewinnen. Und wir gewinnen sie dafür und dieses Forschungspotenzial ist bei weitem noch nicht gehoben, gerade bei den seltenen Krankheiten. Und das möchte ich nochmal ausdrücklich betonen, dass wir von der Kinderdemenz NCL unheimlich viel lernen könnten für die häufig vorkommenden Altersdemenzen und umgekehrt. Daher werden wir den Erlös dieser Veranstaltung in ein wissenschaftliches Symposium investieren in Bonn, zusammen mit dem DZNE, dem Deutschen Zentrum für Neurodegenerative Erkrankungen, um gezielt hier die Forscherinnen und Forscher eben aus dem Bereich Kinderdemenz und Altersdemenz zusammenzubringen und darüber neue Kooperationen auf den Weg zu bringen. Liebe Frau Fegebank, ich bin zutiefst dankbar, dass Sie erneut die Schirmherrschaft für Lebenskünstler übernommen haben und persönlich gekommen sind, denn das ist ein wichtiges Signal an die betroffenen Familien, die sich häufig alleine gelassen fühlen. Liebe Künstlerinnen und Künstler, Galerien, Sponsoren, ehrenamtliche Helfer, Sie alle ermöglichen uns diese Kunstauktion und helfen uns, dass hoffentlich zukünftig die Sarahs und Tims dieser Welt sich wieder an ihre Freundinnen und Freunde erinnern können. Vielen, vielen Dank. So, damit Sie jetzt wissen, was es mit der Kiste auf sich hat, das ist nämlich meine. Geraten ist, da muss man sich etwas helfen. Was sagte meine kluge Großmutter? Klein, aber oho. Nun denn, liebe Frau Fegewand, danke für Ihre herzlichen Worte. Lieber Frank, auch dir ein herzliches Dankeschön als Vorstand der Stiftung. Wer bin ich? Wer mich noch nicht kennt, ich bin Birgit Saartröbe, Hamburger Urgestein, geborene Hamburgerin. Und wir haben heute ein kleines Jubiläum. Wir haben heute die 20. Kunstauktion. Ich habe das mal vor 20 Jahren kreiert und habe gedacht, wie kann man der Stiftung helfen? Da ich im Kunstmanagement tätig war und immer noch bin, habe ich gesagt, das ist doch wunderbar, frage ich alle meine lieben Künstler, ob sie was stiften. Und so hat sich die Sache entwickelt und ich freue mich natürlich auch sehr, dass wir heute Abend wieder bei der Familie Jensen sein dürfen, als Hausherrin dieser tollen Eventhalle. Ein ganz herzliches Dankeschön. Und natürlich, ich will mich nicht wiederholen, ich begrüße Sie alle ganz, ganz herzlich. A very warm welcome to all our international guests. Good evening. We are very happy to have you here tonight. Buenas noches, buonasera, bonsoir, dobry večer, wanshanghao, guten Abend, ni hao und boa noche. Menschen, denen wir danken wollen und die ich hier gerne erwähnen möchte. Das ist unter anderem natürlich Frau Übach, kennen Sie ja, unsere Auktionatorin. Dann sage ich herzlich willkommen natürlich Dagmar Berghoff nochmal nachträglich herzlichen Glückwunsch zu deinem besonderen Geburtstag. Ex-Senator Frank Horn.
Dann heiße ich willkommen Herrn Philipp Thu und ebenso Xiaofei Sui von NIO. Dazu sage ich gleich noch was. Willkommen auch die Mitglieder des Stiftungsrates, Dr. Rainer Kuhn. Ebenso heiße ich willkommen meine Kuratoriumskollegen Hubert Neubacher und Lutz Marmor. Schön, dass ihr immer an meiner Seite seid. Und die Botschafterin Jacqueline Hoya und auch Jule Golbs. Danke auch an Sven. Danke auch an Sven Jösting, der unermüdlich uns auch unterstützt. Und natürlich Sie, liebe Künstlerinnen und Künstler, die uns seit vielen Jahren sehr eng zur Seite stehen. Danke an alle Galerien, künstlerischen Einrichtungen, die ich einmal namentlich nennen möchte. Das ist die Walentowski-Galerien, Galerie Art 28, die Galerie Mensing, die Galerie 040, Galerie Loft 11 aus München, Galerie Multiple Box, Dr. Eckehard Nühmann, der heute auch anwesend ist hier, Kulturvilla Schnepfenthal und Kerstin Ludwig sowie Ottos Bilderwelten. Ganz herzlichen Dank auch an alle Rahmerinnen und Rahmer, denn manche Bilder brauchen ein schönes Umfeld. Und hier sind zu erwähnen Altonaer Bilderrahmen, B.O.B. Niemann, Gustav Jerwitz, Kappich und Piel, Lindemann und Kurt Vierke. Herzlichen Dank an Sie alle. Dann haben wir einen neuen Sponsor gewonnen, und zwar die globale chinesische Automarke für Smart Elektroautos, heute vertreten durch Herrn Philipp Thu und durch Herrn den Brückenbauer, muss ich ja sagen, der das eingefädelt hat mit mir zusammen, Herrn Xiaofei Sui, der Hamburger Chinese. Wir zeigen Ihnen heute, und Sie haben es vielleicht schon gesehen, die Limousine ET7. Und das ist ein Premium-Flaggschiff der chinesischen Automarke NIO. Und im Juni werden wir im Große Gleiche Nummer 5 das NIO-Haus eröffnen. Das ist ein stylischer Ort für Begegnungen. Und natürlich wird da auch das ein oder andere Auto verkauft. Dann ein Dankeschön an unseren Fotografen, Herrn Jan Winter. Julia Dabier präsentiert die wundervolle Blumenwand vorne. Danke auch an Nikolas Krohn. Er hat uns den virtuellen Rundgang designt. Herr Oldenburger, Haustechnik der Firma Jensen, Dankeschön. Und an Olaf Handschuh und die Firma AVT Plus, die uns heute hier so schön verkabelt hat und die auch für den Sound verantwortlich ist. Und natürlich ein Dankeschön an die Pressevertreter. Die werden nämlich häufig vergessen. Und die brauchen wir. Vertreten heute durch Marco Ostwald von Hamburg 1 TV. Danke, dass du da bist und wir neulich zum Interview sein durften, Frank Stehr und ich. Sina Petzold von Hanseatic und Artist TV. Berthold Fabricius von der Welt am Sonntag, Alexander Berthold vom Hamburger Abendblatt und Michael Panusch vom City Globe Magazin. Danke für eure alle Unterstützung, die immer wieder da ist. Und so eine Veranstaltung kann man nicht alleine gestalten. Die kann man wirklich nicht auf die Beine stellen. Frau Fegebank, Sie haben schon gesagt, man braucht wirklich viele, viele ehrenamtliche Helferinnen und Helfer. Und da geht ein besonderes Dankeschön an Caroline Kirchmann von der NCL-Stiftung. Caro, wo bist du? Da hinten irgendwo. Wunderbar. Ohne dich hätte ich das nicht alleine auf die Beine stellen können. Und an deiner Seite waren immer wieder Annemie Lütje und Eva Wolfram. Auch an euch ein ganz großes Dankeschön für die Unterstützung. Danke an alle ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer sowie Roundtable 1 Hamburg, Leo Club Ascania Hamburg und thank you to the Business Babes. Ein Dank geht an alle weiteren Sponsoren dieser Veranstaltung. Das ist Edeka Struve, Weingut Schauer und Weinberatung Janine Reichert. Sie haben es vielleicht schon gesehen, ich bin auch gleich fertig.
Hier oben sind Bilder aufgebaut, die sind frei verkäuflich. Aber wir wollen ja jetzt zur Auktion kommen und dazu noch ein paar Hinweise. Sie haben hoffentlich alle eine kleine weiße Karte bekommen mit einer Nummer. Das ist Ihre Karte zum Bieten, die Sie bitte richtig gut sehen für Frau Übach-Kenzia hochhalten. Und beim dritten Zuschlag ist dann das Werk das Ihre. Es gibt dort hinten eine Abholstation, wenn Sie ein Bild ersteigert haben, was Sie dann auch während der Auktion gerne bezahlen dürfen, heute nur bar oder gegen Rechnung. Das Kartengerät ist leider kaputt. Vorne am Eingang können Sie das alles machen und nach der Auktion. Ja, das gibt es. Und nach der Auktion können Sie dann Ihre in Folien verpackten Werke dort abholen. Alle Infos zu den einzelnen Künstlern und Künstlerinnen, die stehen im Katalog und Sie hören das gleich von Frau Übach-Kenzia. Frau Übach-Kenzia ist vereidigte Auktionatorin, Taxatorin und Kunstkennerin. Sie hat ein eigenes Auktionshaus von ihrem Vater übernommen in der Seristraße hier in Hamburg und auch da gibt es wunderbare Sachen zu ersteigern. Wir haben heute drei Überraschungen. Die erste Überraschung erfahren Sie nach dem Auktionslos Nummer 16. Die zweite Überraschung, das kann ich Ihnen schon verraten, Näheres dann von Frau Übach-Kenzia, ist ein Werk von Udo Lindenberg, was nicht im Katalog aufgeführt ist, was wir kurzfristig noch bekommen haben. Das ist quasi das Auktionslos Nummer 30. Und die dritte Überraschung kommt dann zum Schluss. So, Kunst inspiriert und Kunst führt Menschen zusammen. Das sehen wir hier heute Abend. Und ich bin sehr dankbar, dass Sie alle da sind für den guten Zweck. Für die NCL-Stiftung wollen wir ein bisschen Geld sammeln. Kunst befreit und Kunst macht auch glücklich. Das haben wissenschaftliche Untersuchungen mittlerweile ergeben. Also, ich schaue nur in glückliche Gesichter. Wundervoll! So, und jetzt bitte ich Eva Maria Übach-Kenzia, die Bühne gehört dir. Und wir freuen uns auf eine spannende, tolle Auktion. Sollten Sie noch keine Bieterkarte haben, die weiße mit einer Nummer drauf, ich habe nämlich auch noch keine, dann bitte hochhalten, gut sichtbar für Frau Übach-Kenzia und dann geht es los. Und tschüss, bis später. So, jetzt wird's ernst. Die Werbetrommel wurde gerührt, der Dank wurde gesagt und jetzt geht es ans Eingemachte. Auch wenn das EC-Gerät nicht funktioniert, Sie haben ja gehört, es gibt verschiedene Möglichkeiten. Es kann gar nicht hoch genug sein, das was geboten wird und ich verlasse mich da ganz auf Sie und wenn Sie noch nicht so erfahren sind, dann lasse ich einfach treiben und dann immer so diese Bewegung, so das Kärtchen nach oben halten und dann wieder nach oben halten und nochmal nach oben halten. Es sind hier ganz bezaubernde Damen, beziehungsweise hinter mir wird das Werk auch nochmal gezeigt. Und ja, Sie wissen dann, worum es geht. Und nachdem ich mich mit einem Stift ausgestattet habe, kann es dann losgehen. Ja, das ist alles gar nicht so einfach. Moment. Hier. So. Wir fangen einfach an. Mit Los Nummer 1. Los Nummer 1 ist von Nicole Leidenfrost. Ein kleines Mädchen mit Herzen. Wenn ich das so sehe, woran denken Sie? Ich habe so Banksy-Vibes und habe so ein bisschen Angst.
dass sich das Ganze gleich in Schnipsel auflöst. Ich hoffe nicht. Nee, ist noch da. Ist alles gut. 50 für 66. Sehr schön, haben wir. Jetzt kommen wir zu etwas, was eigentlich ein Selbstgänger ist. Wenn ich mal so überlege, waren die Top- und die höchsten Zuschläge für Heinke Bönert. Heinke Bönert hat hier wieder eine wunderbare Collage zur Verfügung gestellt mit Original-Segeltuch Segelbooten, die so in den Sonnenaufgang fahren. Aber wenn ich Segeltuch sage, dann ist das nicht irgendeins, sondern es ist das Segeltuch von der Malizia, von unserem großen Boris Herrmann. Der hat jetzt ein Loch im Segel. Nein, er hat mehrere Loch. Und hier haben wir dieses tolle Acrylbild. Das ist so richtig hier nordische Kunst, wie sich das gehört. Vielen Dank, Billy, für die Spende. Wir fangen an bei diesem Bild mit sagenhaft niedrigen 250 Euro. Und die sind geboten. Und 300 sind hier geboten. 300 Euro. 300 Euro sind hier geboten und 350 sind hier. 350 Euro. 350 sind hier geboten, hier vorne, bei einer ungenannten Person. 350. 350 und 400 sind dort geboten. 400. 400 Euro. 400 Euro und 450. 450. 450. Wer weiß, auf welcher Segeltour dieses Segel dabei war. Boah, wenn die Objekte reden können. 450 Euro. 450 Euro, 450 und 500 dahin, 500. Ja, ich glaube, Sie haben schon mal eins gekauft, so vor 2 bis 3 Auktionen. 500 Euro, 500 Euro sind dort geboten, 500 Euro, 500 Euro, 500 Euro. Höre ich mehr für Herrn Gebühnert? Die ist übrigens auch hier. Da, 550 Euro, vielen Dank für Ihr Gebot. Geduldig gewunken. 550 Euro. 550 Euro sind geboten. 550 Euro. 550 Euro. Wo sehe ich noch jemanden, der überlegt? Hier vorne. 600 Euro. Vielen Dank. 600 jetzt hier in der ersten Reihe. 600 Euro. 600 Euro. 600 Euro sehe ich vielleicht da hinten. 650 Euro sehe ich jetzt dort. 650 Euro. 650 Euro. 650 Euro jetzt für einen Gebühner zum ersten. 600 und 700 Euro. 700 Euro jetzt hier vorne wieder. 700 Euro. 700 Euro. Und 700 Euro? 750 Euro, vielen Dank. 750 Euro. 750 jetzt gegen Sie. 750 ganz hinten. 750. Ein Duell zwischen hinten und vorne. 750. 750 Euro zum ersten, 800 hier, 800 hier, 800 wieder vorne, 800 hier vorne. Ah, jetzt sehe ich nicht so viel von da hinten. 800 sind jetzt hier geboten, 800 Euro. 800 Euro und 850 sind dort hinten wieder geboten. 850, 850, sehr erfreuliche Entwicklung, 850. 850 Euro. 850 Euro. Na. 900 hier vorne. 900. Er liebt die glatten Zahlen, wissen Sie? 900. 900. Nicht ablenken jetzt. 950. Sehr gut. Wenn wir den Drink ein, das geht nicht. 950 jetzt da hinten. In so einer wichtigen Phase. Beim Bieter nachfragen, ob er noch was trinken will. Das geht gar nicht. 950. 950 Euro. 950 sind da hinten geboten. Wollte ich nur sagen. Mache darauf aufmerksam. 950 sind da hinten geboten zum ersten. 950 zum zweiten. Und 1000 sind hier geboten. Vielen Dank. 1000. Wo ist die Welt? 1000. 1000 Euro jetzt hier vorne. 1000 Euro. 1000 Euro sind jetzt hier vorne geboten. Oh, jetzt dreht er sich um. 1000 Euro sind hier vorne geboten zum ersten. 1000 Euro zum zweiten. Nee, er fasst nur sein Glas an, nicht mehr die Karte.
und keiner mehr als 1.000 Euro. Zum dritten Glückwunsch. Peter, hier haben wir auch wieder ein Original von Armin Sandig, gespendet von Dr. Eckhard Nümann. Vielen Dank, Vorsitzender der Freunde der Kunsthalle, soweit ich weiß. Das ist die Automatenwiese und ein tolles Bild, finde ich. Armin Sandig war mal Präsident, glaube ich, von der HFBK hier in Hamburg und ja, ist ein bekannter Hamburger Künstler und hat hier, finde ich, in diesen ganz zarten Farben und wenn man dann den Namen dazu hört, Automatenwiese, man sieht dieses Räderwerk, was da so in sich greift, aber dennoch hat es etwas ganz Leichtes und Florales. Und wir dürfen bei dieser Arbeit Acryl auf, und Öl auf Leinwand, so ganz dünn lasiert, da drauf lasiert, dürfen wir beginnen mit sagenhaften 700 Euro, ein Bruchteil dessen, was das Bild wert ist. 700 Euro sind gefragt für Armin Sandig und geboten bei der Dame hier vorne. 700 Euro. 700 Euro für Armin Sandig. 700 Euro, ein Ölbild. Sehr schöne, ganz leichte Stimmung. 700 Euro. 700 Euro dafür sind geboten. 750 bei Ihnen. 750. 750 Euro sind davor geboten. Und 800 dahinter. 850 davor. 850, so geht Wohltätigkeit unter Freunden. 850. 800, nicht hauen. Das habe ich gesehen. Nicht hauen. Er darf bieten. 850. 850, also so 900. Sie dürfen auch bieten. 900 Euro. 950 sind dort geboten. 950. 950 Euro sind geboten zum ersten. 950. 950 sind geboten. Keiner mehr als 950 und 1.000 Euro da ganz hinten. Vielen Dank. 1.000 Euro. 1.000 Euro. 1.000 Euro für Armin Sandig. 1.000 Euro. 1.100, 1.200 sind hier vorne geboten. 1.200 hier vorne in der dritten Reihe. 1.200 Euro. 1.200 Euro, meine Damen, was sagen Sie? Überlegen Sie noch. 1, 2, 1, 3 bei Ihnen, vielen Dank. 1.300, ja, es gehört zum Geschäft. Es tut mir leid, auch wenn ich Sie mag. 1.300, 1.300 sind dort hinten geboten. 1.300 Euro. 1.300 sind bei Ihnen geboten zum ersten. 1.400 hier vorne, gegen Sie. 1.400. 1.400. Wollen Sie sich das gefallen lassen? 1.500, nein. 1.500 sind jetzt dort hinten geboten. 1.500 Euro. 1.500 sind bei Ihnen geboten zum 1.600. 1.600 jetzt hier. 1.6. 1.6 sind hier vorne geboten. Vielleicht nochmal nach hinten durchgehen, nochmal so einmal zeigen. Das könnte ja sein, dass das unterstützt. 1.6 sind nämlich hier geboten. 1.600 etwas schneller, weiter nach hinten. 1.600. 1.600 sind geboten, es kommt immer näher. 1.600. Vielleicht höre ich ja noch ein höheres Gebot, ich weiß es nicht, möglicherweise. 1.600 sind hier. Geguckt wird interessiert, aber geboten gerade nicht. Wollen Sie höher gehen? 1.600 sind hier geboten und 1.700 bei Ihnen. Hoch, ganz von der Seite, vielen Dank. 1.700 sind jetzt dort geboten. 1.700, unverhofft kommt selten, aber ja, in diesem Fall heute mal oft. 1.700, 1.700 zum ersten, 1.800 bei Ihnen. 1.800 jetzt hier vorne. 1.800 Euro. 1.800 Euro zum ersten, 1.800 Euro zum zweiten und 1.900 Euro dort. 1.9. Ich habe gesehen, Sie wollten gerade zucken mit der Karte. Bei 2.000 möglicherweise. 2.000 hier, 2.000. 2.000, rund ist die Welt, sehr anständig. 2.000 Euro. 2.000 Euro sind jetzt hier geboten. 2.000 Euro. 2.000 Euro jetzt hier vorne in der dritten Reihe. Ich mache jetzt ernst. Ich bin schon ganz heiser. 2.000 Euro zum ersten.
trotz Mikrofon brülle ich trotzdem. Ich weiß auch nicht, es ist so in mir drin. Ich kann nicht anders. 2000 Euro zum Ersten, 2000 Euro zum Zweiten, Excitement. Und 2200 Euro ganz hinten in der Ecke und vielen Dank. 2200 Euro jetzt dort hinten für Armin Sandig. 2200 Euro bei Ihnen. Any higher bid, fair warning, last call, 2,4. 2400 Euro sind hier vorne geboten. 2400, 2000, oh vielen Dank, 400. 2400 sind hier vorne für Armin Sandig geboten zum Ersten. 2400 Euro zum Zweiten. Und keiner zuckt mehr. Doch, er zuckt, ich liebe ihn. 2600 Euro, vielen Dank. 2600, 2600 jetzt dort hinten. 2600 Euro. Ich nehme an, es ist gleich ihrs. Zum Ersten, ich zähle schon zum 25. Mal ab, habe ich das Gefühl. 2600 Euro zum Zweiten. Und keiner mehr als das. Glückwunsch. Zum Dritten! 2600 Euro für Bieternummer. Das ist eine Lagerplatzpostkarte mit Briefmarken. Original unterschrieben, soweit ich das sehen kann und einschätzen kann. Tolle Sache, Josef Beuys, großer deutscher Künstler. Sie kennen alle Fettecken und Filz und so weiter und so fort. 100.000 Eichen und was nicht auch alles. Einer der Gründer der Grünen. Ach, jetzt ist unsere Senatorin leider nicht mehr da, aber das hätte sie möglicherweise interessiert. Gespendet von der Galerie Multiple Box, dolle kleine Arbeit. Was sollen wir hier haben? 250 Euro sind geboten. 250 sind bei mir geboten und 300 sind dort geboten. 300 Euro sind hier vorne geboten. 300 Euro für Josef Beuys. 300 Euro. 300 Euro. 300 Euro. 300 Euro, keiner mehr? Was ist denn hier los? Josef Beuys, hallo, der Mann mit dem Hut, mit dem Filzhut. 300 Euro. 300 Euro sind geboten zum Ersten, 350 sind dort geboten. 350. 350. 350 jetzt hier Gebot für die Lagerpostkarte mit Originalsignatur zum Ersten. 350 Euro dafür, 400 sind dort geboten. 400 Euro. 400 Euro. 400 Euro, 400 Euro sind dort geboten. 400 Euro, verstehe ich dich richtig? 450 sind dort geboten. 450, wir versuchen das auch mit Zwinkern, Kopfnicken und so, aber nicht, dass ich irgendjemanden fehlinterpretiere. 450 sind hier, 450, höre ich von Ihnen nochmal was? 450, 450 sind jetzt hier geboten. 450, 450 Euro, 450 Euro, möchten Sie noch mal höher gehen? 450, nein. 450 sind jetzt hier geboten, möchten Sie noch mal bieten? 450 zum Ersten, 450 zum Zweiten und 500 dort. Ein stiller Beuys-Fan, 500 Euro, 500 sind dort geboten. 500 jetzt bei Ihnen, 500, 500 zum Ersten, 500 zum Zweiten und niemand mehr als 550 hier vorne, noch ein Beuys-Fan und 600 sofort gekontert. 600 Euro. 600 Euro sind bei Ihnen geboten. 600 Euro. 600 Euro, toll, zum Ersten. 600 Euro zum Zweiten und niemand mehr als 600 Euro zum Ersten, Zweiten und zum Dritten. Glückwunsch! 600 Euro für Gesehr. So, und jetzt kommen wir zu Otto, dem Held meiner Kindheit. Damals gab es noch drei Programme und ich habe vor dem Bildschirm geklebt, wenn er so Sachen machte, so wie so rumhüpfen und so weiter, fand ich großartig. Kinder sind die Zukunft, das kann ich nur unterstreichen. Und hier sind diese kleinen Otti-Fanten, sein Markenzeichen, original unterschrieben. Ein Unikat auf Leinwand hat er uns zur Verfügung gestellt von Ottos Bilderwelten. Otto hat seinen
sein Atelier und so weiter in der Papenmoderstraße auf der Uhlenhorst. Und ich finde es sehr schön. Mindestgebot sind 500 Euro, Schätzwert unbezahlbar. Typisch Otto. Wunderbar. Unbezahlbar für Otto, 500 Euro. Und das Gebot liegt vor. 500 Euro sind bei mir geboten und 550 sind bei Ihnen. Ich wusste gar nicht, dass Sie Otto-Fan sind. Elefanten-Fan. Ja, guck, stille Wasser sind tief. Da warten Sie wohl den ganzen Abend drauf. Ich verstehe. 550 und 600 und 650 dahinter. 650 und 700 und 750 dort. 750 für Otto und 800 hier und 850 und 900 dort hinten. 900. 950 sind hier vorne. 950. 950. 950 sind jetzt hier und 1000 bei Ihnen. Vielen Dank. 1000 für Otto. Haha. 1000. 1000 Euro. Ich kann das nicht so gut. 1000 Euro. 1000 Euro. 1100 sind hier vorne gebunden. 1200 dort hinten. 1200. 1200 sind dort hinten gebunden. 1.200 Euro, 1.300 bei Ihnen. 1.300, vielen Dank für Ihr Gebot. 1.300 Euro. Lauter kleine Elefanten. Süß fürs Kinderzimmer. Sage ich nur mal so. Für kleine Mädchen mit den Anfangsbuchstaben AMP. Meine ich. So. Das Gebot ist hier und Sie sind da drüber bei 1.400, meine ich, oder? War ich bei 1.4? Bin gerade durcheinander. 1.4. 1.400 jetzt dort. 1.400. 1.000, ist das richtig oder ist nicht richtig? Bin ich bei 1.4? Stimmt das? Oh, 1.4. Ja, ja, ist richtig. 1.4. Ja, hör mal, der Abend ist lang. Das ist die vorletzte Nummer. Konzentrieren Sie sich mal so lange auf so viele Zahlen. 1.400, ach Quatsch, 1.400, sagte sie zu den Rechnungsprüfern. Und 1.500 hier von, oh, ach guck, vielen Dank. 1.500 von einer Dame in der ersten Reihe. 1.500 Euro, 1.600, ach süß, Anna bietet. 1.600, darf sie auch. 1.600. 1.600 sind dort hinten geboten. 1.600, 1.700, jetzt gegen dich, Anna. Tu was. 1.700, 1.700. Eigentlich dürfen Kunden unter 2 Jahren nicht bieten, aber in diesem Fall mache ich eine Ausnahme. 1.700, 1.000, warte mal, 1.4, 1.6. Gott, ich bin schon wieder raus. 1,8, ne? 1,8. 1.800 sind dort hinten geboten. 1.800. Sie sind jetzt zwar mit dem Bild fotografiert worden, aber es ist noch nicht ihrs. 1.800 sind da hinten. 1.800. 1.800 sind dort hinten geboten. 1.800 am Ende des Saals. 1.800. 1.800, naja, es gibt immerhin das schöne Foto, zum ersten. 1.800, zum zweiten und keiner mehr. 1.900, es tut mir leid, Anna. 1.900 sind jetzt hier vorne geboten. 1.900 Euro. 1.900 Euro. 1.900, 2.000 Euro von Anna geboten. 2.000 Euro, vielen Dank. 2.000. 2.000, 2.000 Euro jetzt dort hinten geboten. 2.000 Euro von einer hoffnungsvollen, also das ist jetzt die vierte Generation, die ich kenne. So, 2.000 Euro, toll, oder? 2.000 Euro sind geboten zum ersten, 2.000 Euro zum zweiten und keiner mehr als 2.000 Euro zum dritten. Glückwunsch! 2.000 Euro, juhu! So, und jetzt, last but not least, kommen wir zu Udo. Ein Likörel, sozusagen. Ein Likörel, und es heißt Reeperbahn, geile Meile. Reeperbahn, ich komm an, du geile Meile, auf die ich kann. Ich meine, so geht das irgendwie.
Und das ist hier dargestellt, eine Arbeit von unserem großen Udo aus dem Atlantik. Und ja, spricht für sich, irrsinnig teuer. Wo fange ich an, Birgit? 1.000. Wie bitte? Oh, und ich darf anfangen. Achtung, jetzt schnell gleich sämtliche Karten nach oben. Mit 1.000 Euro, das ist geschenkt. 1.000 Euro sind dafür gefragt. 1.000 Euro für Udo Jürgens sind hier vorne geboten. Ja, Quatsch, Udo. Udo Lindenberg, Entschuldigung. Ja, je später der Abend, desto lustiger die Witze. Immerhin habe ich sie wieder rausgerissen. Es ist sehr schön, dass Sie noch so gut aufpassen. 1.000 Euro, 1.100 Euro sind da hinten geboten. 1.100. 1.200, 1.200. Gott, wie peinlich! Nicht verraten, nicht sagen, bitte nicht sagen. 1.200, was? Das ist gemein. Nee, nein, 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 nein. 1.200 sind da geboten. Oh Gott, ist das unangenehm. 1.200. Ich hoffe, er ist ein bisschen altersmilde inzwischen. 1.200 Euro, 1.200, 1.300, 1.400, 1.500, 1.500 Euro, 1.500 Euro, 1.500 Euro und dazu ein Häppchen, 1.500 Euro, 1.500 Euro, 1.600 Euro, hier vorne ganz damenhaft zurückhaltend, 1.600, jetzt mal die Häppchen weg, der Mann muss bieten, Himmel, 1.600 Euro, 1.600 gegen Sie, 1.600 und Sie nicken, 1.700, 1.800 da hinten, 1.800 ganz hinten, 1.800 für Udo Lindenberg, 1.800 Euro, 1.800 Euro, nee, na, hör auf, 1.800 Euro, den Scherz mache ich nur einmal, 1.800 Euro, 1.800 Euro, jetzt da hinten geboten, zum Ersten, 1.800 Euro, 1.900 und 2.000 Euro dort, 2.000 Euro, vielen Dank, 2.000 Euro. 2.000 Euro sind geboten, zum Ersten, 2.000 Euro dafür zum Zweiten und 2.000 Euro bei Nummer 11, 2.000 Euro zum Ersten, zum Zweiten und 2.200 und 2.400 und 2.600 da hinten, so geht das, 2.600, 2.800 sind dort, 2.800, ich wollte nämlich schon sagen, bin ein bisschen enttäuscht, jetzt nicht mehr. 2.800, 2.800 Euro, das wollen Sie ja auch nicht auf sich sitzen lassen. 2.800 Euro, 2.800 Euro bei der Dame mit Grün zum Ersten, 2.800 Euro zum Zweiten und keiner mehr, 3.000 Euro, 3.300 Euro da hinten, 3.300 Euro, ich werde verrückt. 3.300 Euro sind jetzt geboten. 3.300. 3.300. 3.300 für uns Udo. 3.300. Nicht Uwe, Udo. 3.300. Das war auch ein uns. Aber jetzt, nein, nein, ich mach das nicht nochmal. 3.300 Euro. 3.300 Euro sind jetzt das Gebot. Zum Ersten. 3.300 zum Zweiten und niemand mehr, 3.600 Euro hier vorne, 3.600 Euro sind hier vorne geboten. Dreherbahn, geile Meile, auf die Arkaden, 3.600 Euro jetzt hier, 3.600 Euro, ich muss da immer so hintergucken. Hier vorne ist jetzt 3.600 Euro geboten, nicht bei Ihnen. 3.600 sind hier. 3.600, ich gebe alles. Zum Ersten. 3.900 Euro sind da geboten. 3.900 Euro zum Ersten. 3.900 Euro zum Zweiten. Und keiner mehr als das. Zum Ersten, Zweiten und zum Dritten. Glückwunsch! 3.900 Euro
Bieternummer 68. So, und jetzt, vorhin haben Sie schon ganz viel Dank gehört. Ich muss mich jetzt auch einfach noch gerade. Sie waren ein wahnsinnig gutes Publikum. Habe ich schon ganz anders erlebt. Heute bin ich versöhnt. Sie waren toll. Vielen, vielen, vielen Dank. Und haben Sie gerechnet? Ja, ne? Juhu! Ich bin sehr gespannt. Sie waren spitzenmäßig. Bravo! Liebe Eva. Oh Gott, schreck mich doch aus. Warte, halt meine Kiste. Ja, warte. Oh, hör mal. Fake. Endlich mal ein bisschen größer als... Ja, es ist wie mit meinen Töchtern. Die sind mir alle... Ja, sie alle wachsen, sie wachsen einem über dem Kopf. Ja, das beste Beispiel ist meine Tochter, die da sitzt. Ja, wunderbar. Du warst grandios. Du warst fantastisch. Ja! Wir haben eine Bombenstimmung hier für eine traurige Sache. Und dafür danke ich Ihnen von ganzem Herzen. Das bringt wirklich Spaß und macht gute, gute Laune. Vielen, vielen, vielen Dank dir. Sehr gerne. Sehr, sehr gut. So, und jetzt habe ich Ihnen ja noch eine dritte Überraschung angekündigt. Mhm. Vielleicht setzt du dich lieber hin. Oh Gott. Gottes Willen. Ja, noch lachen Sie. Vielleicht lachen Sie auch hinterher. Ich lache mit einem... Naja, das sage ich Ihnen gleich. Also, liebe Gäste alle zusammen, liebe Kunstfreunde, genial heute Abend, muss ich wirklich sagen. Das geht mir ans Herz und es ist mir ja auch eine Herzensangelegenheit, für die NCL-Stiftung 20 Jahre zu arbeiten, seit 20 Jahren ehrenamtlich. Und es ist heute ja, wie ich vorhin schon sagte, die 20. Kunstauktion. Und ja, mit einem lachenden und mit einem weinenden Auge wollen wir heute, möchte ich heute diese Kunstauktion beenden in diesem Format. Das wird es so nicht weitergeben. Wir werden uns und haben uns auch schon Gedanken gemacht, wie es weitergehen wird. Wir werden weitere Formate anbieten über die NCL-Stiftung. Ich bleibe auch der NCL-Stiftung erhalten als Mitglied im Kuratorium, als Unterstützerin, als Förderin und natürlich auch als Moderatorin. Mit Leib und Seele werde ich weitermachen, aber in diesem Format nicht mehr. Wir werden aber weiterhin Events anbieten, wo wir Sie als Künstler auch gerne mit einbinden werden. Und geben Sie uns ein bisschen Zeit. Unsere Köpfe rauchen schon, nicht Frank? So ein bisschen. Und ja, das ist die dritte Überraschung, die Sie positiv oder auch negativ empfinden können. Jedenfalls bedanke ich mich für heute ganz, ganz herzlich bei Ihnen. Ich hoffe, dass wir in Kontakt bleiben. Ich bin ja weiterhin bei der Stiftung und wir werden auch weiterhin schöne Events kreieren. Nur nicht in dieser Form dieser Kunstauktion. Und somit kann ich nur sagen, auf zu neuen Ufern. Und ich denke, Frank, du hast den Erlös des heutigen Abends, den ich jetzt mit großer Freude verkünden darf. Und ich bitte dann Iris Holt vom Hamburg Marriott Hotel bitte auf die Bühne. Ich bitte nochmal Eva Maria Kenzia, unsere Auktionatorin, auf die Bühne. Ich bitte Caroline Kirchmann auf die Bühne von der NCL-Stiftung, mit der ich wirklich super, super zusammengearbeitet habe, für diese Auktion. Ein riesendickes Dankeschön nochmals an alle.
möchtest du auch noch was sagen? Ja. Hier ist das Mikrofon. Ja, vielen, vielen Dank. Als erstes einfach nochmal an der Stelle für so viel Einsatz, Engagement zugunsten der betroffenen Kinder ein großes Dankeschön, dass du dich so doll einsetzt, immer wieder für uns. Vielen, vielen Dank und nochmal einen riesen Applaus bitte einfach nochmal für Bini. Irgendwo. Ich mache weiter. Dafür habe ich viel zu viel kreative Ideen im Kopf und wir werden das Ding schon weiter schaukeln. Ich lasse dich nicht alleine. Da bin ich ja sowas von beruhigt, Billy. Und darauf habe ich auch gezählt. Und natürlich bleibt das die Marke Lebenskünstler erhalten. Aber wie Billy schon gesagt hat, wir entwickeln uns weiter, neue Formate finden. Da bin ich ganz zuversichtlich. Du bist ja extrem kreativ und da werden wir uns was Schönes ausdenken und Sie da auf jeden Fall wieder entsprechend einladen. Und jetzt möchten wir ein paar ausgesuchte Unterstützer noch auf die Bühne bitten. Erstmal natürlich nochmal großes Dankeschön. Ach, vielen, vielen Dank. Dankeschön. Vielen, vielen Dank. Frau Über kennt es, die natürlich wieder alles gegeben hat. Es war immer wieder eine Freude, wenn die Tausender-Marke geschafft wurde. Ja. Und wirklich vielen, vielen Dank, grandios, wie Sie durch die Auktion geführt haben, alles versteigert haben. Ja. Also das soll nochmal ein extra Applaus werden. Das waren Sie, Sie waren das, Sie waren toll. Danke. Da auch nochmal vielen Dank dann, Iris Holt, Caro nochmal bitte. Denn die meiste Arbeit, vielen, vielen Dank. Die meiste Arbeit hatte definitiv Caro und das Team hinter ihr. Daher nochmal vielen, vielen Dank. Und das Ganze ging los vor vielen Jahren mit der Kunstaktion und wir durften die ersten Jahre bei dir zu Hause im Hamburg Marriott Hotel sein und einfach riesig, dass ihr uns weiter begleitet habt im Chieler Haus, jetzt mehrere Jahre in diesem tollen Haus, im Jensenshaus. Und vielen, vielen Dank nochmal an das Hamburg Marriott Hotel und speziell an dich, Iris. Vielen, vielen Dank. Iris, vielen, vielen Dank. Vielen, vielen Dank. Und vielen Dank auch an das gesamte Team vom Hamburg Marriott Hotel, die uns hier wirklich verwöhnen. Und wir haben hier die erste Gastgeberin so gesehen und ich möchte natürlich auch nochmal Frau Jensen nach vorne bitten als Gastgeberin. Doch bitte, Frau Jensen, ich weiß, Sie mögen das nicht, aber trotzdem, einmal bitte. Dass wir immer wieder bei uns sein dürfen. Vielen, vielen Dank. Kommen Sie zu mir, da sind Sie richtig. Aber Frau Jensen, Sie haben eben gesagt, das ist sehr schade. Aber wenn wir weiterhin mit anderen Formaten hier in Ihre tolle Eventhalle kommen dürfen, dann wären wir ja sehr, sehr dankbar dafür. Ich denke, das ist ja. Ach, super, danke.